Damen und Herren, verehrte Zuschauer an den Bildschirmen, liebe Glücksrandfans auf der Tribüne, im Namen von Sat.1 und der SKL heiße ich es auf allerherzlichste Willkommen in Berlin-Adlershof zu einem fantastischen Gewinnabend. In der zweiten Glücksrad-Gala das Millionenspiel 1994. Wir garantieren Ihnen für die nächsten 120 Minuten spannende Rätselwettkämpfe am Glücksrad, jubelnde Kandidaten, unvorstellbare Lotteriegewinne von über 148 Millionen Mark aus der heutigen SKL-Ziehung. Ja, und am Ende 50.000 Mark für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie unser Telefonspiel lösen. Dazu viel Musik, sympathische Gäste und ein strahlender Gastgeber. Hier kommt er, Frederik Meissner. Schönen guten Abend. Danke sehr. Herzlich willkommen hier aus Berlin, Adlershof, zu einem großen Abend hier in Sat.1, zur großen Glücksrad-Gala. Viel Spaß zu Hause an den Bildschirmen. Ja, meine Damen und Herren, hier im Studio, ich stelle fest, die Osterferien haben Ihnen scheinbar alle gut getan. Ja, Sie sehen alle so erholt und klingen auch sehr fit. Sagen Sie mal, was halten Sie davon, wenn wir gemeinsam, bevor das ganze süße Leben vorbei ist, wenn wir den heutigen Abend hernehmen und einen krönenden Abschluss der Osterferien feiern? Wollen Sie mitmachen? Wollen wir das gemeinsam machen? Hervorragend! Tja, meine Damen und Herren, ich habe es ja angekündigt, ein riesen Glücksrad steht auf dem Programm. Also wenn ich das alles alleine machen müsste, ich käme da ganz schön ins Rotieren. Aufgrund dessen sind wir natürlich wieder eine starke Mannschaft. Darf ich vorstellen, in der Titelrolle, als Herrscherin im Reich der Rätsel, Maren Gilzer. Guten Abend, Dankeschön. Ja, schön hat er das gesagt, Herr Frederik. Dafür sollte man dir glatt das goldene Glücksrad verleihen. Tja. Für die beste männliche Nebenrolle. Aber Maren, mir doch nicht allein. Also, das kann ich wahrlich nicht annehmen. Ne? Nicht annehmen? Na gut, dann eben für die beste männliche Doppelrolle. Zusammen mit Peter Bond. Guten Abend. Vielen Dank. Hallo, grüßen Sie. Herzlich willkommen. Danke sehr. Also, wie war das? Maren in der Titelrolle. Frederik und ich in der besten doppelten Doppelrolle. Ja. Und wer wird für die beste weibliche Hauptrolle in der Kategorie Millionenumsätze ausgezeichnet? Na? Ja. Natürlich unsere Kollegin Gundis Zambo. Guten Abend, hallo. Vielen Dank, Peter. Guten Abend, liebe Zuschauer. Und hier ist da der Ostergruß der Süddeutschen Klassenlotterie. 50.000 Mark in bar für Sie zu Hause, die Sie heute Abend beim Telefonspiel gewinnen können. Ich drücke Ihnen jetzt schon mal die Daumen. Und haben Sie hier im Saal alle Ihre Lose bekommen, ja? Kann ich mal sehen? Ah, jetzt werden die alle gezückt. Mhm. Super, jedes zweite Los gewinnt, heißt es. Und da wird also eine Menge los sein, im wahrsten Sinne des Wortes, hier heute Abend. Viel Glück auch Ihnen. Ja, so. Dann sind wir hallo, eigentlich hallo. Komplett mit unserem Motorhorenquartett. Aber was hat ihr davon, wenn wir gemeinsam jetzt Empfangskomitee spielen und unsere ersten Gäste begrüßen? Einfach macht schon. Er mit. Mit einem kräftigen Applaus empfangen wir unsere Kandidaten. Hier sind sie. Womit wir nun wirklich bei den echten Hauptrollen angekommen sind, herzlich willkommen im Glücksrad Uwe aus Nürnberg, Nicola aus Bremen und Michael aus Gießen. Viel Glück allen dreien am Rad. Für Spitzenleistungen auf dem Gebiet der Rätselkunst warten hohe und höchste Auszeichnungen auf unsere Kandidatin. Nämlich Preise im heutigen Gesamtwert von 140.505 Mark. Das Gewinnparadies ist hiermit feierlich eröffnet. Hier sehen Sie das fortschrittliche umweltschonende Vaporetto-Ecodump-System von Polti. Mit 120 Grad heißen Dampf reinigt es kraftvoll und hygienisch im ganzen Haus. Nur mit Wasser, sparsam und ohne Reinigungschemie. Die Bedienung ist sicher und leicht. Mit patentiertem Polti-Sicherheitsverschluss und Zubehör hat das Vaporetto-Ecodump-System einen Wert von 670 Mark. Die einzigartige Kombination der neuen Blackline Super Flatbildröhre mit 100 Hertz Technik und Mega Videotext macht aus dem FS 275 von Siemens ein Fernsehgerät der Superlative. Des Weiteren macht ATS Euro Plus die Bedienung leicht und bequem. Der Wert dieses Gerätes 2700 Mark. Ja, und das ist ja der Hauptpreis in unserer heutigen Bonusrunde. Mit Linie, Leistung und Komfort besticht der Mitsubishi Eclipse das Sportcoupé der Sonderklasse. Tatsächlich ist der Eclipse in jeder Hinsicht bestens in Form. Zum Designerlebnis und einem Powertriebwerk mit 150 PS kommt die außergewöhnliche Ausstattung. Ob ABS, Tempomat, Seitenaufprallschutz, Klimaanlage, Alufelgen oder satter Stereo-Sound mit 6 Boxen, der Eclipse lässt wirklich keine Wünsche offen. Serienmäßig ist außerdem ein ganz besonderer Service. Das Garantiepaket. 3 Jahre bis 100.000 Kilometer steht Mitsubishi für den Eclipse gerade. Dieses sportliche Fahrzeug hat einen Wert von 41.450 Mark. Sie sehen also, wir sind bestens vorbereitet auf Ihren Besuch im Gewinnparadies. Jetzt liegt es nur noch an Ihnen, wie viel Sie tatsächlich verdienen. Jetzt heißt es, ran ans Glücksrad!
Dankeschön, Wolfgang, du sagst es, machen wir uns gleich ran. Bevor hier das große Vergnügen beginnt mit unseren drei Kandidaten hier am Glücksrad, habe ich noch etwas. Ich habe noch etwas von der Bundes bekommen, nämlich drei Lose der Süddeutschen Klassenlotterie. Ich habe mir sagen lassen, es sei gut gegen das Nervenflattern. Ne? Eines für den Uwe. Herzlichen Dank. Eines für die Nicola. Dankeschön. Und eines noch für den Michael. Danke. Nimmt natürlich selbstverständlich an den heutigen Ziehungen teil. Versteht sich ja von selbst. So, Uwe, wollen Sie sich mal vorstellen, bitte? Ja, mein Name ist Uwe Lohmann. Ich bin 28 Jahre alt, gebürtiger Bremer und sehr stolz darauf. Zurzeit Wahl-Nürnberger, seit anderthalb Jahren sehr glücklich verheiratet. Ja. In meiner Freizeit befasse ich mich in erster Linie mit Hockeyspielen, selbst aktiv in den ersten Herren beim Nürnberger Tennisclub und habe bis vor kurzem die erste Damenmannschaft betreut. Ja. Ansonsten sind meine Interessen zurzeit sehr auf mein Studium ausgerichtet. Ich bin gerade wahrscheinlich der Grund auch, warum Sie in Nürnberg wohnen. Der hauptsächliche Grund, warum ich in Nürnberg bin. Ich bin gerade zwischen schriftlichem und mündlichem Examen und hoffe, dass dann in ein paar Wochen glücklich abgeschlossen zu haben. Ja, da drücken wir schon mal fest in die Daumen, Uwe. Viel Spaß wünsche ich am heutigen Abend. Würden Sie sich mal vorstellen? Ich komme auch aus Bremen. Ich bin die Nicola Müller. Studiere in Bremen, und zwar Geschichte und Deutsch. Habe mich dabei spezialisiert auf feministische Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft. Und mache in meiner Freizeit ziemlich viel Sport, vor allem Reiten. Ich gehe auch gerne in die Berge, vor allem in die Dolomiten. Ja, und mache ansonsten auch noch viel Sport. Laufen, schwimmen, all solche Sachen. Und muss halt auch viel lesen. Und Freundinnen habe ich auch noch jede Menge, also Zeit ist knapp. Sehr schön, Nicola. Also mir scheint, es wird eine sportliche Runde werden. Michael, es müssen Sie anschließen. Ja, ich bin der Michael Wessel, bin 27 Jahre alt, komme aus Wuppertal. Aber mein Studienplatz der Humanmedizin hat mich damals nach Gießen verschlagen. Ja. Ja, in meiner Freizeit mache ich auch sehr viel Sport. Ich jogge sehr gerne und die verbrauchten Kalorien, die man dabei ja verliert, fülle ich dann am Wochenende wieder aus, indem ich mich dann so ein bisschen als Hobbykoch betätige. Als Hobbykoch? Ja. So mit Mütze und Kochlöffel, ja, und Mütze Kochbuch? Muss nicht unbedingt dabei sein, aber schon am Herd. Und die Palette reicht dann auch schon mal vom Filet im Blätterteig mit selbstgemachter Sauce Hollandaise bis zur selbstgemachten gefüllten Machtdienst. Hört sich vielversprechend an. Also, wann dürfen wir kommen? Recht herzlich eingeladen. Wunderbar. Michael, auch Ihnen viel Spaß bei der heutigen Sendung. Und hier ist unser heutiger Werbepartner. Bitte sehr. Backen ist Liebe. Sanella ist Backen. Das Spiel ist eröffnet und was bieten wir denn gleich an? In der ersten Runde einen herrlichen Sonderpreis. Wolfgang, lass doch mal hören, bitte. Ja, Friedrich, so ist es und wir gehen gleich mal auf große Reise mit Ameropa zum Fest der Knirpse nach Seeleiten. Erleben Sie sieben unvergessliche Urlaubstage in den idyllischen Kärntner Bauerndörfern inmitten der traumhaften Bergwelt Kärntens. Ameropa hat für Sie und Ihre Familie in Seeleiten bereits ein urgemütliches Appartement für vier Personen inklusive Halbpension reserviert. Unter dem Motto „Das Fest der Knirpse“ laden wir dann speziell Ihren Nachwuchs zu einer Reihe von Veranstaltungen ein, bei denen die Kleinen ihrem Spiel- und Tatendrang freien Lauf lassen können. Neben dem großen Schlaraffenfest sorgen Piraten- und Laternenfeste, eine Schminkparty und vieles mehr für frohes Spielvergnügen. Ameropa, wir machen Urlaub. Der Wert dieses Sonderpreises beträgt 2.540 Mark. Und nun viel Glück unseren Kandidaten am Rad! Dankeschön, Wolfgang. Ein schöner Sonderpreis. Gibt es ja schon Nachwuchsknirpse? Wie sieht es aus? Hm? Keine besonderen Planungen vorgesehen. Noch keine besonderen Planungen? Wollen ich wüsste so? Nicht, nein. Sie wissen auch noch nichts. Und bei der Nicole auch noch. Gut, dann wollen wir unser Spielchen beginnen. Wir bieten nämlich 1000 D-Mark als Höchstbetrag an. Und jetzt wollen wir die Ratewand sehen, Maren. Öffne dann den Vorhang. Hier kommt ein Rätsel zum Vorschein aus dem Bereich Person. Uwe, wir wollen was sehen. Wir wollen Spaß haben. Und für 200. Nehme ich das N wie Nordpol. N wie Nordpol. Sehen wir zweimal. 400 D-Mark sehen wir auch auf Ihrem Konto. Herrlicher Sonderpreis wird angeboten. Und für 700. Das S wie Siegfried. S wie Siegfried. Auch das in doppelter Ausführung. 1800 D-Mark nach zwei Drehs, Uwe. Ich möchte gerne drehen. Ja, was möchten Sie? Sie wollen drehen. Er wollte ansetzen, eventuell einen Vokal einzusetzen. 450 können Sie jetzt. Ein T wie Thomas. Ein T wie Thomas? Nein, vielleicht wäre es doch besser gewesen, einen Vokal zu nehmen. Nicola.
um eine Person geht es in der ersten Runde. Am Samstagabend für 500. Das V wie Viktor, bitte. Ein V wie Viktor. Passt. Berufe gestalten Eigennamen. Ist die Aufgabe. 800. Und das H wie Heinrich hätte ich gerne. Ein H hätten Sie gerne. Nein. Michael, der Hobbykoch, ist an der Reihe. Riecht er den Braten schon? Ich weiß es nicht. 300. D wie Dora. D wie Dora. Nein. Uwe. Ja. Oh, das ist schwierig. Weit entfernt, wie mir scheint. Auch der Uwe grübelt noch. Nämlich das L wie Ludwig. L wie Ludwig. Mhm. Gibt es 200 D-Mark. Ich kaufe ein E. Ein E wie Emil. Wer hätte das gedacht? Hm? Das tut weh. Nikola. 500 D-Mark. Da kommt noch etwas dazu. Vielleicht der Höchstbetrag. Na, ja. Es bleibt doch dabei. Schau einer an. 1000 D-Mark. Ein R wie Richard. Ein R wie Richard. Gibt 1000 D-Mark dafür. Sonderpreis gibt es ja in der ersten Runde für 300. Dann hätte ich gern das F wie Friedrich. Ein F wie Friedrich. Jetzt glaube ich, ahnt die Nikola schon etwas. Wenn es jetzt gut geht nach diesem Dreh, wohl bemerkt, 350. Ein Z wie Zeppelin. Ein Z. Mhm. 2150 D-Mark. Dann hätte ich gerne ein A, bitte. Ein A wie Anton. Jetzt wird auf Nummer sicher gegangen. 1850 D-Mark. Nikola, da drücken wir doch jetzt die Daumen nach diesem Dreh. Und Sie haben Glück, 250. Ein M wie Martha, bitte. M wie Martha. Dann möchte ich gerne lösen. Ja. Das ist die Franziska von Almsig. Ist es. Franziska von Almsig haben wir gesucht. Zukünftig auch bei uns zu sehen, bei Sat.1 als Moderatorin. Aha. Nikola, viel Spaß wünsche ich jetzt beim Einkaufen. Ich sehe da 2100 D-Mark sind es geworden. Hier warten nämlich Ihre Preise. Hier ist Ihr Gewinnparadies. Bitte sehr. Nikola, welche Preise nehmen Sie denn? Ich hätte gerne den Fernseher und den Videorekorder. Schönen Dank. Danke sehr. Was haben Franziska von Almsig und Nikola vom Glücksrad gemeinsam? Na, beide sind auf der Gewinnerstraße. Nikola, hier sind Ihre Preise. Von Elektronikpartner der starken Fachhandelsgruppe erhalten Sie den Videorekorder 9837 von Metz. Einfach zu bedienen ist er dank der eingebauten Suchdrehscheibe. Ein formschönes Gerät mit großem und deutlichem Display. Qualität, die sich auszahlt. Der Wert dieses Geräts 800 Mark. Expert hat für Sie exklusiv den Kendo CTE-71S92VT. Dieses wertvolle Fernsehgerät überzeugt durch sein wohltuend klaren Design und seine technische Ausstattung. Die Philips Blackmatrix Bildröhre garantiert ein perfektes Bild. Videotextdecoder, Audio-Video-Anschluss auf der Vorderseite, Kindersicherung, Super-VRS-Eingang über Euroscart-Buchse sind genauso selbstverständlich wie der separate einstellbare Kopfhöreranschluss und die zwei Lautsprecherbuchsen. Der Wert dieses Gerätes 1300 Mark. Nikola, herzlichen Glückwunsch! Dankeschön, Wolfgang. Ja, Gratulation, Nikola. Es hat sich ja so ein bisschen angehört wie Franziska von Almsig. Aber ich meine, Sie haben ja sich das A genommen, war ja selbstverständlich, dass man dann Franziska von Almsig sagt. Ne? Also korrekt, von Almsig. War doch klar. So, es geht gleich spannend weiter in Bezug auf die Höchstbeträge, die ja natürlich stetig höher werden im Laufe der nächsten Runden. Denn die Gundis wartet schon und da steht Spannung auf dem Spiel. Und ich hoffe nicht, dass du jetzt gleich mit dem großen Los der Woche beginnst. Oh, Gundis. Frederik, großes Los der Woche. Du hast ja die Fachbegriffe schon richtig drauf. Ich habe dir zugehört, das habe ich nur von dir gelernt, Gundis. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Meißner. Ja. Ach, danke, du bist ein Schatz. Ja, es geht allerdings noch nicht jetzt sofort, sondern erst ein bisschen später um das große Los der Woche. Wir fangen ganz von vorne an, nämlich mit den sogenannten Kleingewinnen. Ist eigentlich sowieso ein Witz, das zu sagen. Und da könnt ihr auch schon mal auf eure Lose gucken. Sagen, ihr habt ja alle welche, vielleicht gewinnt ihr ja jetzt schon mit. Mhm. Und deswegen Kleingewinne eigentlich nicht richtig, denn es geht hier bei diesen Gewinnen insgesamt um sage und schreibe 134,4 Millionen Mark insgesamt. Wahnsinn! Und da kann man mit einem ganzen Los 120.000 Mal, also insgesamt 120.000 Mal 1.120 Mark gewinnen. Und ich würde gerne mal mich zum Beispiel mit Ihnen, junge Dame, darf ich da mal dazwischen? Mich mal über Ihr Los unterhalten, denn Sie im Saal haben ja alle von der Süddeutschen Klassenlotterie, vielen Dank, ein sogenanntes Dreiachtel-Kombinationslos bekommen. Das erklären wir jetzt gar nicht genauer, aber es heißt auf jeden Fall im Klartext, dass Sie alle hier im Saal von dem, was heute Abend hier ausgespielt wird, immer ein Achtel gewinnen können.
Wie heißen Sie denn so? Margot Menzel. Darf ich Margot sagen? Ja, bitte. Guten Abend, Margot. Schauen Sie mal, Sie haben jetzt hier Ihre Lose, also wie jeder. Und ich denke, wir sollten die Gewinnzahlen erstmal vorlesen. Das ist doch eine gute Idee. Hier sind Sie drin. Ich gebe Ihnen mal den Umschlag. Ja. Sie können den einfach aufreißen und ich nehme Ihr Los. Ja, bitte. Ja? Gut, ich gucke da mal, ob Sie was gewonnen haben, Margot. Na, glaube nicht. So. 11. Die 11. Das zweite ist 42. Ja. 4-2, nicht? Ja. Das dritte ist 4-3. Ja. Das vierte ist 4-4. Mhm. Das fünfte ist 6-1. Mhm. Das siebte ist 7-5. Ja. Das achte ist 7-7. Und das letzte ist 8-9. Insgesamt sind es 8. Die 8-9, danke Margot. Insgesamt sind es 8 Endziffern. Und wer hat jetzt alles gewonnen? Das möchte ich mal gerne sehen. Wer hat alles 140 Mark gewonnen? Gratuliere! Aber schön, schöne Menge, nicht? Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Zuschauer. Margot, Sie haben jetzt hier mit Ihren Endziffern nicht gewonnen. Sie haben die 03, 02, 04. Aber dafür habe ich Freude für die anderen gemacht. Ja, das ist richtig. Ist ja lieb. Außerdem kommen die Gewinne ja alle noch. Das waren ja erst die kleinen Gewinne, die sogenannten. Es geht darauf bis zu 5 Millionen Mark, liebe Zuschauer. 5 Millionen heute Abend. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich ein Los zu kaufen von der Süddeutschen Klassenlotterie, denn diese Lotterie ist die Lotterie mit der höchsten Gewinnausschüttung aller Zeiten. Überhaupt eine davon, nicht die einzige, und steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Also es lohnt sich, ein Los zu kaufen. Wenn Sie das tun möchten, liebe Zuschauer, jetzt sofort an die Apparate und wählen Sie die Nummer 0130-4499. 0130-4499. Es sind 1000 Leitungen geschaltet, also vielleicht ist mal belegt, aber wenn Sie es 2-3 Mal probieren, kommen Sie garantiert sofort durch und dort können Sie auch fragen, was jetzt 3/8 Kombinationslose sind und ganze Lose und halbe Lose. All diese Sachen, da können Sie sich erkundigen. Also ran an die Telefone. Und falls Sie noch kein Los haben und sich denken, Mensch, heute Abend wird das dann langweilig für mich, sage ich nur weit gefehlt, liebe Zuschauer, denn wir spielen ja auch unsere Huckepack-Spielchen, wie gleich mit Margot. Und natürlich haben wir ja das Telefonspiel für Sie zu Hause, bei dem Sie ja auch 50.000 Mark gewinnen können, liebe Zuschauer. 50.000! Und da hatten wir letztes Mal schon eine Devise und die sage ich heute auch nochmal. Die heißt Fernbedienung weg, Taschenrechner her. Denn den Taschenrechner, den werden Sie gleich brauchen. Wir wollen nämlich die erste Glückszahl für das Telefonspiel ermitteln. Und während wir uns darüber schon mal ein paar Gedanken machen, holen Sie mal schnell Ihren Taschenrechner. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir die erste Glückszahl fürs Telefonspiel ziehen und das wollen wir jetzt mal tun. Und ich würde gerne mal, darf ich mal neben dich kommen, ja? Du siehst aus wie eine richtige Glücksfee mit deinen schönen langen blonden Haaren. Wie heißt du denn? Sabine. Sabine, möchtest du mal eine Zahl ziehen, die als Glückszahl fürs Telefonspiel gilt? Ja. Gut, guck mal, hier sind die ganzen Gewinnzahlen für 5000 Mark drin. Mhm. Und mach doch selber einfach mal auf den Umschlag und such dir einfach eine Zahl aus. Kannst aufreißen. Genau. Such dir einfach eine aus von all denen, die da drin stehen und lies sie mal vor, ja? 2788. Danke. Vielen Dank, Sabine. Dankeschön. Also, die 2788, liebe Zuschauer, schreiben Sie einfach auf einen Zettel. Und danach kommen noch ein paar Zahlen dazu. Und deswegen habe ich auch gesagt, brauchen Sie einen Taschenrechner. Sie müssen nämlich nachher alles zusammenrechnen. Aber ich glaube, Sie schaffen das auch ohne Rechner. Also, die 2788 ist die erste Glückszahl fürs Telefonspiel von Sabine gezogen. So, und die Gewinnzahlen, genau, die Gewinnzahlen für 5000 Mark, die hier noch draufstehen, die entnehmen Sie bitte dem Videotext von Sat.1, Seite 286, denn wir können jetzt nicht länger hier weitermachen. Frederik steht in den Startlöchern mit seiner zweiten Glücksradrunde und ich glaube, ihr müsst jetzt loslegen. So ist es und es wäre schade, wenn Sie das verpassen würden, aber ich muss ja mal eins sagen, Gundis, es ist wirklich sagenhaft, wie du mit den Zahlen da jonglierst. Also ich muss dir wirklich mal ein Kompliment aussprechen. Frederik. Wirklich, es ist unglaublich. Also das ist so charmant, toll, wirklich. Und ist keine Frage. Danke. Weiß ich, hat jemand hier gewonnen von den dreien? Hat jemand eine Endziffer gehabt? Eben gerade? Leider nicht. Noch kein Glück gehabt? Bis jetzt hat die Nicola gewonnen. Also wollen wir Glücksrad weiterspielen. Würde ich vorschlagen. Und zwar mit einem Sonderpreis wollen wir die zweite Runde einläuten. Wolfgang, sei doch mal so. Frederik und
Und es ist ein traumhafter Sonderpreis, der uns nach Frankreich entführt. Und wer denkt bei dem Thema Wochenende in Paris nicht an den Eiffelturm, Place Pigalle, Champs-Élysées, Montmartre, Sacré-Cœur und das Künstlerviertel. Und natürlich an ein Leben wie Gott in Frankreich. Provital das Leben genießen, dazu gehört auch eine wohlausgewogene Auswahl der richtigen Speisen und Getränke. Der Provital Sonderpreis, ein Schlemmerwochenende in Paris. Genießen Sie mit Stockmeier ein umfassendes Wochenende für zwei Personen in Paris. Für den reisegerechten Proviant sorgt Provital. Zum Beispiel mit der leckeren Provital Truthahn Mortadella oder einer delikaten Truthahn Kaiser Jagdwurst. Es erwartet Sie also ein abwechslungsreiches, interessantes Tages- und Nachtprogramm an diesem provitalen Wochenende. Mit ein wenig Glück sehen wir uns in Paris à bientôt, Ihre Firma Stockmeier. Der heutige Provital Sonderpreis hat einen Wert von 2500 Mark. Und nun viel Glück unseren Kandidaten beim Drehen. Hört sich auch vielversprechend an, der Sonderpreis. In der Tat, was haben wir noch? 2000 D-Mark als Höchstbetrag anzubieten. Und natürlich wieder etwas zum Rätseln. Das kommt jetzt aus dem Bereich Redewendung. Nicola, Sie haben doch die Möglichkeit, die zweite Runde zu beginnen. Die erste haben Sie gewonnen mit 2100 D-Mark. Und die zweite öffnen Sie mit 400. Das Envy Nordpol, bitte. Das Envy Nordpol? Nein. Michael, wir bieten hier doch einiges an in der zweiten Runde. Schönen Sonderpreis, Höchstbetrag von 2000 D-Mark, 400. Envy Martha. Envy Martha. Auch das kommt nicht zum Vorschein. Aber den Uwe sehen wir jetzt. Mal ein kerniger Dreh war das. 600. Das S wie Siegfried. Das S wie Siegfried. So selbstbewusst. Ist doch klar, dass es aufleuchtet für diese Redewendung. Und noch ein bisschen weiter, dann können wir gratulieren. Schauen Sie sich die Freude an. Die Säge vom Uwe. Sonderpreis ist in dem Moment gewonnen worden. Ab nach Paris demnächst. Frühling in Paris ist auch was Feines. Weiter geht's mit Ihnen. 600 D-Mark sehen wir auf dem Konto. 500. Das H wie Hermann. H wie Hermann. Hermann Hester, da haben wir ihn. Dann möchte ich gern ein E kaufen. Ein E wie Emil soll Maren umdrehen, das macht sie doch einmal. Sprachgebrauch, geflügelte Worte. Und was sehen wir jetzt beim Uwe? 300. Das T wie Thorsten. T wie Thorsten, nein. Nicola, aufgrund dessen sind Sie wieder an der Reihe. Sonderpreis ist leider schon weg, aber wir bieten ja immerhin 2000 D-Mark als Höchstbetrag an. 200. Ein R wie Richard, bitte. Ein R. Sind aber erst 400 D-Mark. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Wir wollen ein bisschen mehr Umsatz sehen. 800. Ein P wie Paula? Ein P wie Paula. Hätte ich gern ein A. Ein A hätten Sie gerne gekauft, wie Anton. Sollen Sie kriegen. Nicola fixiert das Rad. Wo ist der Höchstbetrag? Muss ich einen kräftigeren Schwung hinlegen oder was bahnt sich denn hier an? Hat sie Glück? Ja, 350. Ein W wie Wilhelm? Ein W wie Wilhelm. Ja, meine Herren. Ich glaube, die Nicola schlägt jetzt noch einmal zu in der zweiten Runde. Sie setzt nämlich die 250 D-Mark richtig ein. Das J für Jürgen, bitte. Der Jürgen, scheinbar der Freund. Dann möchte ich gerne lösen. Ja. Super Valia. Ja, super gespielt, kann ich da sagen. Nicola, meine Herren, jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben ja noch eine Runde. Aber Nicola, Gratulation. 1500 D-Mark sind es jetzt geworden. Viel Vergnügen bei Ihren Preisen. Hier ist Ihr Schaufenster, bitte sehr. Nicola, was nehmen Sie denn jetzt? Diesmal hätte ich gern die Kaffeemaschine, das Schreibset, den Staubsauger und die Stereoanlage. Schönen Dank. Danke sehr. Nicola, irgendwie ist es ja für Sie auch ein super Wahljahr. Sie können nach Herzenslust Ihre Glücksradpreise auswählen. Nicola, und hier sind Sie, Ihre Preise. Einen glänzenden Platz in der Küche erobert sich der neue 800 Watt starke Kaffeeautomat von Severin. In modischer Chrom-Schwarz-Kombination hat er einen Wert von 100 Mark. Globetrotter Damascene heißt dieser anspruchsvolle Schreibgeräteset von Elysée. Es hat einen Wert von 150 Mark. Der Progress Mega ist der rassige Bodenstaubsauger mit Heckspoiler. Mit seinen 1400 Watt und dem stets griffbereiten Zubehör kann das Saugen so richtig Spaß machen. Sein Wert 360 Mark.
Eine Mikro-HiFi-Stereoanlage mit Fernbedienung von Lenco, bei der sich ermessen lässt, was man für eine großartige Technik auf nur 16 cm Breite unterbringen kann. Der Wert 800 Mark. Nicola, unsere herzliche Gratulation. Dankeschön, Wolfgang. Ja, das ist natürlich ein Glücksgefühl nach zwei gewonnenen Runden. Das muss man erstmal verarbeiten. Diese Zeit gönnen wir uns. Das Glücksrad fährt jetzt einstweilen raus. Zwei Runden haben wir gespielt. Uwe hat einen Sonderpreis gewonnen, Nicola zwei Runden. Jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir eine Glücksrad-Gala haben, ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Musikalisch geht es nämlich bei uns weiter und Peter stellt unseren Interpreten vor. Bitte, Peter. Ja, Frederik, vielen Dank. Der erste Interpret heute Abend, liebe Zuschauer, liebe Gala-Gäste, ist auf dieser CD hier drauf. Sat.1 Glücksrad präsentiert die deutsche Hitparade, unter anderem mit meinem lieben Kollegen Frederik. Hier ist er drauf mit seinem letzten Erfolg, Sehnsucht nach dir. Und heute präsentiert er uns aus seinem neuen Album, das genauso heißt, eine Single-Auskopplung. Und wie soll das anders sein? Ich will noch mehr, singt er diesmal Wolfgang Petri. Ich will noch mehr! Wolfgang Petri und Benz. Dankeschön. Ich will noch mehr. Herzlichen Dank. Ja, da schaust du. Ich habe ein Osterei und verspätetes Osterei für dich, lieber Wolfgang. Aber zunächst einmal. Für mich einmal, ganz alleine. Bitte? Für mich ganz alleine? Für dich ganz alleine, ja, stell dir vor. Aber zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu der neuen Single. Ich hoffe, du hast noch mehr Erfolg damit als mit der letzten. Sehnsucht nach dir.
Ich kann das auch nur hoffen, aber das ist in diesem Geschäft halt so, man hat mal Glück und mal weniger Glück. Ja. Im Moment ist es gut. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz, ganz kräftig die Daumen. Dankeschön. Auch dafür, lieber Wolfgang, das ist nämlich ein verspätetes, hübsches Osterei, wie du siehst. Vielleicht machst du es gleich mal auf. Ja? Ja. Komm, ich helfe dir so lange mit dem Mikrofon. Da ist nämlich eine kleine Überraschung drin. Und da sollst du einen gewissen Nervenkissel jetzt verspüren. Das ist ein Geschenk von der Gundis und von der SKL. Die Gundis sitzt hier irgendwo im Publikum. Hier. Ja. Und spürst du schon den Nervenkissel so ein bisschen? Ja, man kann nämlich gewinnen, weißt du? Ist fühlbar, ja. Ja, und diesen Nervenkissel verspüren Sie jetzt auch gleich, liebe Zuschauer zu Hause. Es geht nämlich um 10.000 D-Mark und die Gundis weiß mehr. Danke, Wolfgang Petri. Bedanke mich auch. Viel Glück wünsche ich natürlich auch Wolfgang Petri mit seinem Los. Und ich sitze hier inmitten von, ich glaube, 200 Losbesitzern. Und ich hoffe, Sie haben alle Ihr Los fest im Griff, ja? Gut, 10.000 Mark stehen nämlich an. Und Margot, ich hatte Ihnen ja versprochen, dass Sie die 200 gewinnen, wenn Sie das Huckepack-Spiel spielen und bei der nächsten Ziehung mir eine Zahl zwischen 0 und 9 nennen, die bei der Ziehung dabei ist. Wollen wir das machen, Margot? Ja. Okay, welche nehmen Sie denn? 7. Die 7. Aber ich muss Sie noch fragen, sind Sie ein richtiger Glücksrad-Fan? Nein. Ja. Nein? Pech meine ich nicht mit Glück, dass ich Glück habe. Also haben Sie Glück oder haben Sie Pech? Ich habe immer meistens Pech. Pech im Spiel und Glück in der Liebe? Auch nicht. Auch nicht? Oh, das bin Teenager-Spätleser. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sie ist so eine Liebe. Aber jetzt haben Sie bestimmt Glück. Nennen Sie mir eine Zahl zwischen 0 und 9, Margot. 7. Die 7. Okay, dann schauen wir, ob die 7 dabei ist. Wir gucken uns die Ziehung an. 10.000 Mark stehen aus. Ich drücke in die Daumen, Margot. Schauen wir einfach mal mit. Schön wäre es. Schön wäre es. Das wäre sehr schön, ja. Aber wenn nicht, freue mich schon, dass ich hier bin. Schatz, Margot, gucken Sie mal, was haben wir denn da? Die 8? 9. Nein, die 9 ist es. Ich habe mich versehen. Die 9. 1. Die 1. Bitte die 7. 9. Vielleicht. 9. 0-1. Oh! Ah! Margot. Schad nichts. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Ich gratuliere erstmal dem Gewinner von 10.000 Mark. Ist er unter uns? Nein, oder? Nee, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Also herzlichen Glückwunsch und die anderen Gewinnzahlen für 10.000 Mark sehen Sie durchs Bild laufen, liebe Zuschauer. Und währenddessen beschließe ich hier in Eigenregie mal was. Ich finde, Margot ist so eine Liebe und sagt, sie hat immer Pech und so ein Glücksrad-Fan. Ich gewinne jetzt die 100. So, wir teilen es, ja? Dankeschön. Sie haben es nicht verdient, Margot. Vielen Dank. Gerne, da kann man einfach nicht anders. Nein, vielen Dank. Noch viel Spaß heute Abend, Margot. Allen anderen auch. Und ich glaube, das Glücksrad schwebt gleich herein und Frederik ist wieder dran. Herzlichen Dank. So sagst es, Gundis. Premierenstimmung im Glücksrad. Eigentlich sollte das Glücksrad etwas näher kommen. Da kommt es auch schon. Die Kandidaten kommen auch mit mir. Es geht nämlich um die Einführung eines neuen Rätselbereiches. Sie können sich schon mal dorthin stellen. Nachdem ja unser 2-in-1-Spielchen ja sich bestens etabliert hat, ist er prima angekommen, haben wir uns gedacht, wir schreiten da mutig voran und präsentieren ihn heute auf Grund der Feierlichkeiten der großen Glücksradgala einen neuen Rätselbereich, nämlich den 10. Rätselbereich mittlerweile im Glücksrad. Ja, wenn jetzt hier gleich an der Ratewand das Musiksignal ertönt, werden an Millionen von Bildschirmen ein neuer Bereich aufleuchten, nämlich der Bereich Frage. Ja, wenn man das Ganze so anschaut, sieht es eigentlich vielversprechend aus. Viele Worte, viele Buchstaben, die natürlich wieder für Umsatz sorgen können. Tja, da stellt sich wahrscheinlich die Frage, Sie würden gerne mehr darüber wissen, denke ich mir. Also wenn Sie mich so fragen, die Frage kriegen Sie gleich nach der Werbung. Bis gleich. Alarm am Montag. Einbruch, das Verbrechen, das Sie am meisten bedroht. Schicksale von Einbruchsopfern. Die Fehler, mit denen auch Sie Einbrecher anlocken. Und der Beweis, 9 von 10 Wohnungstüren sind reiner Schrott. Alarm am Montag um 22.10 Uhr in Sat.1. Einspruch. Lieber Ulrich Meier, ich finde, dass Ausländerfeindlichkeit abgeschafft werden soll. Wenn ein Deutscher zu einem anderen Land geht, ist er auch da ein Ausländer. So müssen die Deutschen akzeptieren, wenn wir hier sind. Zum Beispiel, wenn ein anderer einen blöden Spruch zu dir sagt, sag auch nicht einen blöden Spruch zu ihm. Sag, das ist nicht gut oder ignoriere es einfach. Ich finde, dass eine Sendung über das Thema Ausländerfeindlichkeit gedreht werden soll. Mhm. Gute Idee.
Wird gemacht. Kindereinspruch. Am Sonntagmorgen in Sat.1. Premierenstimmung in der dritten Runde. Wir wollen einen neuen Rätselbereich präsentieren. Wir fangen erst einmal mit dem Sonderpreis an, würde ich vorschlagen. Wolfgang, sei doch mal so gut und stell ihn vor. Frederik, wir können wieder mal so richtig in die Luft gehen. Bei unserem heutigen Sonderpreis geht es ab Düsseldorf oder München mit LTU in die Sonne. Das Ziel ist die Dominikanische Republik. Auf einem 250.000 Quadratmeter großen Grundstück wurde das 4-Sterne-Hotel Sol de Plata Beach Resort gebaut. Dort residieren Sie eine Woche lang zu zweit mit Halbpension. Das direkt am Strand gelegene Hotel verfügt über tropische Bäume, subtropische Parkanlagen und eine großzügige Wasserlandschaft. Es bietet den idealen Rahmen, Sonne und Strand zu genießen. Ihr Zimmer ist ausgestattet mit Satelliten-TV, Minibar, Telefon und Klimaanlage. LTU bringt Sie gut in den Urlaub. Der sonnige Wert dieser sonnigen Reise 6.075 Mark. Und nun viel Glück unseren Kandidaten in der dritten Runde. Auch ein wunderschöner Sonderpreis und wir steigern uns jetzt noch gewaltig. Wir bieten jetzt nämlich 5.000 D-Mark als Höchstbetrag an. Ja, liebe Zuschauer zu Hause und liebe Kandidaten, jetzt großartig die Spielregeln zu erklären, was jetzt der neue Bereich sein soll, Frage. Ich würde einfach vorschlagen, wir spielen das Ganze und es ergibt sich im Spiel dann von selbst. Aber eines kann ich noch dazu sagen, Sie kennen es ja sicherlich von unseren kleinen Zockerfragen, vorangegangenen Glücksradrunden. Ich habe hier nämlich 200 D-Mark. Die kann man dazu gewinnen. Also derjenige, der mir die Frage richtig beantwortet, der kann schon mal einkaufen gehen. Das ist schon mal klar. Wer sie aber mir dann richtig beantworten kann, der kann zusätzlich noch 200 D-Mark gewinnen. Und wir können auch was dazulernen. Ist doch nicht schlecht. Also wollen wir unser Spiel hier beginnen. Michael, Sie haben die Chance. 5.000 D-Mark liegen ja direkt vor Ihren Augen. Und es geht um einen neuen Rätselbereich Frage. 350. Ich nehme ein L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig. Soll uns Maren umdrehen? Viermal. Ihr habt angekündigt, es könnte Umsatz gemacht werden. Kommt aber darauf an, was Sie hier drehen. Also das sehen wir nicht gerne. Uwe. Tagessieg wird ausgespielt. Und für 600. Nehme ich das S wie Samuel. S wie Samuel. Gibt's auf jeden Fall. Und weiter geht's mit dem Uwe. 500. Ein T wie Theodor. T wie Theodor. Kaufe ich ein E. Ein E wie Emil. Sie haben 3.100 D-Mark. Zwei Runden hat Nikolai gewonnen und das Rad bleibt bei 450 Stimmen. Ein R wie Richard. Ein R wie Richard. Dankeschön, Maren. 4.000 D-Mark sind schon auf dem Konto und 600 können jetzt dazukommen. Ein N wie Nordpol. Ein N wie Nordpol. Dann kaufe ich ein A. Ein A wie Anton. Würden Sie gerne einsetzen? Dürfen Sie? Ist schön vertreten, ist das A, schön verteilt. 250. Ein H wie Heinrich. Ein H wie Heinrich. Leuchtet ebenfalls auf. 5.150 D-Mark. Beim Uwe. Und Glück gehabt, 400. Ein C wie Cäsar. Ein C wie Cäsar. Jetzt beißt es sich fest, der Uwe, wie mir scheint. Na, na, es geht gut, 600. Ein W wie Walter. Ein W wie Walter. Mein Gott, Uwe, Sonderpreis haben Sie gewonnen in der zweiten Runde. Und jetzt wollen wir den Höchstbetrag noch sehen. Jawohl, 5.000. Dann nehme ich ein F wie Friedrich. Ein F wie Friedrich. Uwe. Was ist los mit den Nerven? Nikola, schade um die schönen 5.000 D-Mark. Es geht weiter mit der Nikola. Zwei Runden hat sie ja gewonnen. Und es geht um den Tagessieg. Und hier wird in diesem Moment der Sonderpreis erhöht. Welch eine Freude. Hervorragend. Nikola, jetzt wollen wir noch mal die 5.000 sehen. Das wär's noch. Krönender Abschluss für unseren neuen Rätselbereich Frage. 250. Ein G wie Gustav, bitte. Ein G wie Gustav. Mhm. Ich
stelle Ihnen eine Frage, Sie sollen sie mir beantworten. 590 D-Mark. Und Nicola, was setzen Sie ein für die 150? Ein D wie Dora. D wie Dora. Mhm. 1040 D-Mark. Nicola legt sich schwer ins Zeug und kommt auf die 250. Ein M wie Martha. Ein M wie Martha. Ja, Nicola. Das ist 1790 D-Mark. Sie versuchen es noch mal. Glück gehabt. 450. Das K wie Konrad, bitte. K wie Konrad. So. Die Premiere ist geglückt. Sagen Sie mir doch die Antwort darauf. Aus welchem Land stammt das Originalglücksrad? Diese Frage haben wir gestellt. Und ist richtig beantwortet worden von der Nicola. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Dankeschön, Maren. Ja, ich habe Sie angekündigt, wir wollen ein bisschen zocken. Nachdem jetzt der Uwe schon den Sonderpreis gewonnen hat, die Nicola jetzt die dritte Runde gewonnen hat, gehe ich mal rüber zu Michael. Michael, wenn Sie mir jetzt diese Frage beantworten können, können Sie hier 200 D-Mark gewinnen. Wissen Sie es? Aus welchem Land stammt das Originalglücksrad? Also ich würde mal sagen, aus Amerika. So ist es. Wheel of Fortune heißt es. Kollegin Werner Weitz und Pat Sajak. 200 D-Mark sind die Ihrigen. Viel Vergnügen. Kleines Abendessen ist zusammengekommen, nichtsdestotrotz. Hoffentlich hängen lassen, es geht ja noch weiter. Nicola, Sie können jetzt einkaufen gehen. Hier ist nämlich Ihr Gewinnparadies erneut. Bitte schön. Nicola, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, was hätten Sie denn gerne? Ja, diesmal hätte ich gerne den Wasserkessel und die Waschmaschine und für den Michael die Espressomaschine und das Schreibset. Herzlichen Dank. Danke sehr. Nicola, das Originalglücksrad stammt aus den USA. Die Originalglücksrad-Gewinnerin in der dritten Runde aus Bremen. Hier sind Ihre Preise, Nicola. Gaitainer Maianelli, ein Klassiker der Moderne, der Flötenkessel für hohe Ansprüche im Top-Design, Form, schön und ästhetisch. Qualitätsgeschirr aus Gaitain seit 1898 zum Preis von 90 Mark. Ein exklusives Set mit Kugelschreiber und Füllfederhalter von Max Nestle für 150 Mark. Der Krups Espresso Novo 2000 Plus mit Turboblock-System, Cappuccino Plus Aufschäumhilfe und neuartigem Krematiksystem hat einen Wert von 350 Mark. Die Eumenia Spar-Nova spart an Wasserstrom und Waschmittel. 4 Kilogramm Trockenwäsche passen in die Waschtrommel. Der Wert dieses Gerätes 1600 Mark. Nicola, und nun noch unseren herzlichen Glückwunsch. Wolfgang, eins ist ja schon mal klar. Die Tagessiegerin für heute heißt Nicola. Gratulation. 5750 D-Mark sind erdreht worden von Ihnen im Laufe dieser drei Runden, die Sie ja hintereinander gewonnen haben. Da soll man doch ermitteln, was Umsatz gemacht worden ist für das Superspiel. Uwe bringt 9850 D-Mark mit in dieses Spiel. Nicola, 5750 D-Mark. Michael. Kein Umsatz gemacht, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Summe von 15.600 D-Mark anzubieten. Nachher im Superspiel für Sie drei. Ja, normalerweise würde an dieser Stelle jetzt das Glücksrad rausfahren, aber es will weiterspielen, auf alle Fälle. Und wir gönnen uns eine kurze Pause und es geht nämlich gleich weiter mit der Gundis. Wo bist du denn? Hier bin ich, Frederik, ja. Hier inmitten von all diesen Zuschauern. Und während sich die Kandidaten relaxen und erholen, würde ich gerne mal hier Platz nehmen, wenn ich darf. Geht das? Ist ein bisschen eng hier, aber schön gemütlich. Oh, Glücksrad. Ja, guten Abend. Wer sind denn Sie? Reimann aus Parchim. Frau Reimann, sind Sie die Ehefrau von... Genau. Ja, ich habe Sie schon den ganzen Abend beobachtet, Herr. Ich bin der Reinhard Reimann aus Parchim, ne? Und das ist meine Frau Bärbel. Ja. Gut, Reinhard, ich habe Sie schon die ganze Zeit beobachtet. Ja. Ich glaube, Sie sind so richtig mitgegangen die ganze Zeit. Na ja, das mache ich immer. Ja? Ich bin immer dabei, mit Leib und Seele. Zu Hause auch? Ja, genauso. Jeden Abend Glücksrad? Ja, jeden Abend. Pünktlich Glücksrad. Also. Mhm. Und dann gibt es hinterher noch Armbrot oder sonst was. Ja, aber erst das Glücksrad geht bei mir vor. Ja. Und Bonbon aus dem Mund. Bonbon aus dem Mund? Ja. Haben Sie das zu Hause auch im Mund, wenn Sie gucken? Nein, nein, denn meistens habe ich dann ein paar Weintrauben da, die meine Frau immer mitbringt, weil ich so gerne Weintrauben esse. Mhm. Ja, bitte? Wie? Was haben Sie gesagt? Ich kann das ganze Familiengeheimnis erzählen. Aber Sie können mir erzählen, ob er mal vorsagt, dann lässt er Sie auch mal raten. Nee, nee, ich komme auch mal dran. Ja? Ja. Da ist er lieb. Doch, doch, ja. Das ist er. Ja, ja, wunderbar. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Und zwar haben wir hier so einige Karten drin. Würden Sie die einfach mal rausholen? Einfach eine Karte? Alle, alle. Wir haben da nämlich die Gewinnzahlen. Nehmen Sie mal alle raus. Gut, sehr. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Sehr stark. Ich gebe Ihnen jetzt das Mikrofon, ja, wenn Sie das jetzt halten würden. Hier sind nämlich alle Gewinnzahlen für 60 und für 80.000 Mark drauf. Das sind insgesamt 14 Karten.
Und wir ziehen einfach mal eine, spielen sozusagen Schicksal und das ist dann die Glückszahl fürs Telefonspiel. Was halten Sie davon? Das ist super, super. Gut. Das hätte ich mir nie träumen lassen. So, jetzt nehmen Sie doch einfach mal eine. Welche denn? Ja, ich nehme immer die goldene Mitte. Gut, das ist die. Okay, und das ist die? Ja. Halt, wir verraten es nicht. Das machen wir nach der Werbung. Bis gleich. Das ist richtig. Dafür bin ich auch. Ja, war super. Und da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Und Reinhard und Bärbel haben die ganze Zeit geredet, vor allem Reinhard. Er ist so ein fröhlicher Mensch. Bärbel, ist er immer so? Ja, ja, so ist er immer. Ja? Ja. Reinhard, warum? Wie kommt's? Das ist wohl vielleicht von der Geburt aus schon. Ich war immer lustig, habe zwar viel geweint, ne, und dabei war ich immer lustig. Und da sagt meine Mutter immer, du wirst mal gut singen können. Und dadurch bin ich auch immer so vergnügt. Ne? Ja, toll. Ärgere mich über nichts, weil der, das nehme ich alles so gelassen. Ne? Kann man sich eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Gut. Aber jetzt kommt die Glückszahl fürs Telefonspiel. Reinhard, mit voller Inbrunst bitte einmal verlesen. Und jetzt fange ich an von der hinten, von hinteren Zahl. Die 7. Nee, 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 von vorne bitte. Von vorne? Sonst verwirren wir alle. Von vorne? Ja. Die 0, die 9, die 8, die 4, die 8, die 9 und die 7. Dankeschön. Liebe Zuschauer. Vielen Dank, Reinhard. Ja, nicht bedankt. Sie schreiben also bitte die 0984897 auf den Zettel, den Sie ja bereits haben. Und zwar rechtsbündig unter die Zahl, die dort schon steht. Und da kommen noch einige dazu, dann wird fleißig zusammengerechnet. Diese kompletten Ziffern hier, Glückszahlen besser gesagt, für 60 und für 80.000 Mark, die Gewinnzahlen, die entnehmen Sie bitte auch dem Videotext. Ich lasse Ihnen jetzt einfach da als Andenken. Wollen Sie die behalten? Ja, oh, ne? Das ist gut. Super. Das ist ich danke Ihnen auf jeden Fall herzlich und einen Riesenapplaus. Einen schönen Abend noch viel Spaß. Mein Gott, was für ein Zahlenwerk, liebe Zuschauer. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass... Hallo? Ach Gott, das ist aber lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass in dieser Woche insgesamt 56 Gewinnzahlen gezogen worden sind bei der Lotterie, von der Süddeutschen Klassenlotterie. Und das macht eine komplette Gewinnausschüttung in dieser Lotterie von fast 150 Millionen Mark. Gigantisch viel Geld, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt's, halten Sie sich fest. Ab Mai läuft ein neues Gewinnspiel, das 95. Und dort gibt es noch höhere Gewinne. Einfach so. Und zwar gibt es zum Beispiel die normalen Kleingewinne. Dann geht es rauf bis zu 2x6 Millionen Mark, 2x8 Millionen Mark und 2x10 Millionen Mark. Das macht insgesamt, Moment, ich bin noch nicht fertig, insgesamt eine Gewinnausschüttung von 935.110.000 Mark. Also, das ist doch was, oder? Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie viele Leute oder wie viele Lose denn da gewinnen können bei diesem gigantisch vielen Geld, dann sage ich Ihnen, es sind 733.241 Lose, die da gewinnen können. Das heißt, Sie brauchen ein Los der Süddeutschen Klassenlotterie, wenn Sie noch keins haben, würde ich mal so sagen, oder? Rennen Sie einfach an Ihr Telefon und wählen Sie 0130-4499. 0130-4499. Ab sofort können Sie dort Lose kaufen, bis heute Nacht um 12 Uhr. Da sitzen 500 Damen und Herren, die Sie gerne beraten und Ihnen helfen. Also viel Spaß wünsche ich Ihnen jetzt schon mal. Und ein Los haben auf jeden Fall die drei, die jetzt kommen. Es sind nämlich die Gastkandidaten der Süddeutschen Klassenlotterie. Drücken Sie ihnen die Daumen, wenn Sie kein Los hätten, wären Sie nicht hier. Hier sind Stefan aus Nürnberg, Susanne aus Hamburg und Günther aus Augsburg. Viel Glück! Vielen Dank, Gunnis. Herzlich willkommen, alle drei. Bitte einfach so zwischen die Extra-Drehs treten. Und bevor wir anfangen, liebe Gunnis, du musst in Rechnen eine Koryphäe gewesen sein. Denn du machst das so toll mit diesen Zahlen, dass du das dir auswendig merken kannst, ohne abzulesen. Also mein großes Kompliment für dich. Danke. Ganz toll. Danke, Peter. Das mit der staatlichen Garantie, liebe SKL-Kandidaten, geht jetzt noch weiter. Denn Ihnen sind von der SKL 50.000 D-Mark garantiert in bar in den nächsten beiden Runden. Und ich bin jetzt schon gespannt, wer sich das erste große Stück vom 50.000 D-Mark-Kuchen abschneiden wird. Aber zunächst einmal, glaube ich, würden Sie sich ganz gerne mal vorstellen. Ne? Stefan, bitte. Ja, ich bin Stefan Engelmann, komme aus Nürnberg, bin Student. Hobbys habe ich Motorradfahren und Reisen. Mhm. Susanne. Ich bin Susanne Kunze. Ich komme aus Hamburg, bin 29 Jahre alt und arbeite in einer Agentur. Prima. Und da haben wir noch den Günther. Günther Zick, komme aus Augsburg, bin 50 Jahre jung. Hobbys, Tanzen in sportlicher Form. Das 50 Jahre jung hat mir ganz besonders gut gefallen. Die Kundin hat schon angedeutet, Sie würden ja nicht hier stehen, wenn Sie keine SKL-Los hätten. Jetzt würde ich gerne wissen,
Waren Sie schon zu aufgeregt die ganze Zeit oder haben Sie schon irgendeine Zahl verglichen mal heute Abend bei Ihrem Los? Also ich habe schon mitverglichen, ja, aber ich habe leider noch nichts gewonnen. Aha. Wie sieht es bei der Susanne aus? Ja, es geht mir genauso. Geht ihr genauso? Und der Günther? Ich war zu aufgeregt. Sie waren zu aufgeregt. Und dann kommt ja natürlich Schminken dazu, Mikrofon dran und dies und jenes und Besprechung. Okay, wir wollen loslegen. Das erste Rätsel liegt bereit und 7.500 D-Mark ist der Höchstbetrag. Den wollen wir mal eindrehen für Sie. Da ist er. Und das Rätsel kommt aus dem Bereich Redewendung. So, Maren ist auch schon soweit und der Stefan darf beginnen. Sprichworte, geflügelte Worte, Worte aus dem Sprachgebrauch suchen wir. Und schauen Sie mal hin, Stefan. Bevor Sie irgendwas sagen, 7.500 D-Mark, der Höchstbetrag. Ich nehme ein N wie Norbert. Ein N wie Norbert. Sie werden lachen, das hätte ich auch genommen. Obwohl, so manche Rätsel gab es natürlich auch schon, wo es nicht drin war. Aber das ist selten. Ein Extra-Dreh für den Stefan. Mein lieber Scholli, es geht gut los für Sie. Super Anfang. Mit 400 Mark machen wir jetzt weiter. Ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Macht 9.500 für den Stefan. Und erneut 400. Ein D wie Dagmar. Ein D wie Dagmar. Ja, 10.300 D-Mark sind für Sie gut geschrieben. Und das wird alles in bar ausgezahlt hier in der SKL-Sonderrunde. 800. Ein L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig. Ja. Ich kaufe ein A wie Anton. Ein A wie Anton. Das ist leider nicht drin. Aber Moment, Moment, nicht so schnell. Sie haben noch einen Extra-Dreh. Sie können weiter im Spiel bleiben. Ja? Dann wäre ich doch mal. 10.800 Mark sind auf dem Konto. Und weiter geht's mit erneut 7.500. Ein F wie Friedrich. Ein F wie Friedrich. Au, schade, das ist nicht drin. Meine Susanne. Chance jetzt. Ja, Susanne sagt meine Chance. Und dreht ganz zaghaft auf 200. Gut, ich nehme ein R wie Richard, bitte. Ein R wie Richard. Ja. 200 Mark für die Susanne. 250. Ich nehme ein G wie Gustav. Ein G wie Gustav. Ja. 450 Mark schon gut geschrieben. Wir suchen eine Redewendung. 200. Ich nehme ein T wie Tim. Ein T wie Tim. Ja. Wunderbar, und da kommt zu den 450 noch mal 200 hinzu. Macht 650 D-Mark. 800. Ein K wie Kaufmann, bitte. Ein K wie Kaufmann. Sprichworte, geflügelte Worte, Worte aus dem Sprachgebrauch suchen wir. Und in diesem Moment dreht die Susanne leider auf Aussetzen. Ja, Dramatik ist drin, auch in der SKL-Runde. Und der Günther weiß, dass seine Stunde vielleicht jetzt geschlagen hat. Für 200. Ein H wie Heinrich. Ein H wie Heinrich. Und das sagt er so selbstbewusst, dass ich einmal davon ausgehe, dass er weiß, um was es geht. Für 300. M wie Martha. Das M wie Martha. Ganz markant, ja. Ich kaufe ein E. Ein E wie Emil. Ja, gerade so. Sie haben 500 Mark auf dem Konto. Aber wir ziehen ja nur, egal wie oft es da aufleuchtet, 300 D-Mark ab. Danke, Maren. Bleiben 200 für den Günther. Günther, ich kann Ihnen eins sagen, Sie können nicht kaufen. Sie haben nur 200 Mark auf der Bank. Und ein C wie Cäsar. 250 für ein C wie Cäsar. Ja, Günther, es geht um Ihr bares Geld. Also, ich meine, Sie können auch aufhören, aber das, was Sie jetzt schon mal gewinnen, kann Ihnen niemand mehr nehmen. Und da kommt der Höchstbetrag dieser Runde, 7.500 D-Mark. Das war doch eine super Idee, Günther. Ein J wie Johann. Ein J wie Johann. Der letzte Konsonant, Günther. Jetzt können Sie sich trauen. Ich löse. Bitte sehr. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ganz genau diese Redewendung haben wir gesucht. Danke, Mann. Und Sie waren es auch, Günther. Denn Sie haben mutig weitergespielt und haben 8.200 D-Mark auf Ihrem Konto. Das sind, Günther, für das Superspiel 41.800 D-Mark. Das wird sehr, sehr spannend werden. Das haben wir ja letztes Mal schon erlebt.
Und es ist ja so, dass der Günther theoretisch diese Summe gewinnen kann. Ja, wollen wir mal sehen, was passiert. Aber die anderen haben natürlich auch ihre Chance. Das Glücksrad sagt uns, wie es weitergeht. Es macht Platz für das Superspiel, aber auch für Showtime. Und da weiß der Frederik mehr. Du sagst es, Peter, also ich muss immer noch die Hände abwischen. Es war ja nervenaufreibend, gerade diese Runde. Also aufgrund dessen brauchen wir so ein bisschen Entspannung. Musikalisch geht es bei uns weiter. Der nächste Interpret, der jetzt bei uns auftreten wird, ist auch zugleich auf der neuesten CD von Glücksrad präsentiert, die Deutsche Hitparade. Wunderbare Musik wird er uns gleich präsentieren. Seit 12 Jahren ist er ja im Showgeschäft. Seit neuestem versucht er sein Glück als Schauspieler. Sein aktuellster Titel war, also wahrscheinlich noch vielen in den Ohren, Die Fische von San Juan. Und heute präsentiert er uns seinen neuesten Titel. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Hier ist Tommy Steiner mit Angel Eyes. Steiner und Angel Eyes. Servus, hallo. Tommy. Servus. Schöner Schmusesong, schöner deutscher Schlager. In der Tat. Ja. Ja. Tommy, das ist ja eine Single-Auskopplung. Wie heißt die EP davon? Ja, das ist die aktuelle CD, heißt Zeit für Gefühle. Mhm. Die zweite Auskopplung mittlerweile und ich bin auch ganz stolz auf das Lied. Gefällt mir auch sehr. Kann sehr auch gut sein, in ja der Tat. Danke. Tommy, pass auf, ich habe noch ein kleines Präsent für dich. So kleine Geschenke erhalten, ja, die Freundschaft. Ja. Ein schöner Ostergruß noch, ein wunderschönes Osterei. Ich würde mir vorschlagen, du schaust schön mal kurz rein. Danke. Da ist nämlich was Tolles drin, nämlich Süddeutsche Klassenlotte, ein Los für Dankeschön die heutige Ziehung. Ich wünsche dir viel Glück. Weiß ich, vielleicht versuchst du mal zu vergleichen, ob du schon was gewonnen hast. Jetzt haben ja schon Ziehungen stattgefunden. Ja. Und natürlich auch die
bevorstehenden, da bist du auf jeden Fall noch dabei. Ich weiß nicht, vielleicht kann man aber vergleichen mit der Gundis, ob der Tommy schon etwas gewonnen hat. Ja, Tommy, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Jetzt steht eine Ziehung über 100.000 Mark aus. Das wäre doch was. Danke. Ja, guck einfach mal auf deine Nummer und wenn die das ist, dann gratuliere ich nur, ja? Ja, mal vergleichen. Also, mal mitgucken, gut. So, und außerdem habe ich hier 200 Mark und das heißt mal wieder Huckepack-Spiel, liebe Zuschauer. Und ich frage doch einfach mal die beiden Damen so rechts und links von mir, ob sie zusammenspielen möchten. Wie ist es? Wer sind Sie denn? Renate Kallis bin ich, aus Parchim. Darf ich Renate sagen? Ja, bitte. Renate, und Sie sind? Karin Wagner, auch aus Parchim. Ah ja, Sie kennen sich denn, ja? Ja, wir sind mit einem Bus gekommen. Bitte? Wir sind mit einem Bus gekommen. Unser Busfahrer ist auch hier. Der Busfahrer ist auch da. Gehören Sie alle zusammen? Ja. Ach so, ja. Hier, die ganze... Ja, wo ist denn der Busfahrer? Können wir den mal sehen? Ja. Gut. Applaus für den Herrn Busfahrer. So, Renate und Karin, wie gesagt, eine Ziehung für 100.000 Mark steht aus. Und jetzt müssen Sie sich natürlich auf eine Zahl einigen. So, welche nehmen Sie denn? Sie müssen schon beide die gleiche sagen. Wenn die dann dabei ist? Hm? Die 3 oder die 4? 3 oder die 4? Die 3. 3? Na gut, sagen wir die 3, ne? Na gut, also die 3. Wir schauen uns die Ziehung an. Mal gucken, ob die 3 dabei ist. Ich hoffe. Wenn nicht, gibt es aber keinen Ärger, oder? Oh nein. Nein. Gut. Also, Sie sehen hier die Kugeln. Renate und Karin. 0, 9. 0, 9. 0. 0. 6. 6. Bitte die 3. 5. 2 kommen noch. 8. 7. Ah. Ich habe noch nie Glück gehabt. Nein. Ich habe Glück gehabt im Spielen. Nee, und Sie? Nein, auch noch nicht. Nee. Oh, jetzt habe ich natürlich... Das klappt immer nicht. Jetzt erzählen Sie mir natürlich das Gleiche wie die Margot vorhin. Jetzt sitze ich wieder da und die Regie wird mich umbringen. Aber darf ich? Soll ich machen? Ja? Gut, okay, bitte. Oh, danke schön. Danke schön. Ich hoffe, da schlägt mich nachher keiner tot dafür. Ich glaube aber nicht. Wir gönnen es Ihnen allen einen schönen Abend damit oder was Sie sich damit machen möchten. Danke schön. Wie ist es denn jetzt mit Tommy Steiner gelaufen? War es deine Zahl? Es fing gut an. Mit 0,9 fing es sehr gut an. Ja, ich wollte schon fast einen Rat schlagen. Er war schon dabei, anzusetzen, den Flickflack. Und dann war es nur noch daneben, leider. Aber er hält ein Auge drauf. Viel Glück wünsche ich dir weiterhin, Tommy. Dankeschön. Tommy Steiner und Ben, Dankeschön. Dankeschön. Und es kommen ja noch einige Zahlen. Es werden nämlich insgesamt siebenmal 100.000 Mark ausgespielt bei der Süddeutschen Klassenlotterie. Das heißt, wir haben dort also noch ein paar Endziffern. Und diese und die für 125.000 Mark, liebe Zuschauer, entnehmen Sie bitte auch dem Videotext, denn wir müssen weitermachen. Es geht um die 3 Kandidaten der Süddeutschen Klassenlotterie. Die stehen jetzt in den Startlöchern für ihr Superspiel. Und da heißt es Daumen drücken. Viel Glück. Ja, vielen Dank, Gundis. Glück kann man immer gut gebrauchen. Und liebe Zuschauer, Sie zu Hause werden sich jetzt sagen, naja, es geht um 41.800 D-Mark für die 3 SKL-Kandidaten. Und da tut sich ein neuer Weg für Sie auf, bis ins Glücksrad vorzudringen. Denn Sie wissen ja, wir werden immer so oft gefragt, wie kann man Kandidat werden? Sie können sich schriftlich bewerben über Sat.1 Text und. Wenn Sie ein Los von der SKL haben, können Sie es auch schaffen, so wie diese 3. Und wir drücken ganz, ganz kräftig die Daumen. Wir haben neue Regeln, die gebe ich nachher bekannt. Ja? Jetzt wollen wir uns erstmal den Vorhang aufmachen lassen von der Maren. Danke, Maren. Und hier sind die Bereiche für Sie. Wir suchen waagerecht, Ereignis und Redewendung, senkrecht Natur, Ort und Person. Und weil die meisten Kandidaten immer das Ernstel ohnehin nehmen, haben wir uns gedacht, wir geben Ihnen das vor, so wie beim letzten Mal in dieser SKL-Spezialrunde. Also das Ernstel bitte einmal vorgeben. Und wir sind gespannt, was uns die Marder alles umdreht. Na ja, für den Anfang schon mal nicht schlecht, aber es kommt ja noch besser. Jetzt machen wir das Ganze zunächst mal wieder zu, Maren. Ja, Sie werden sich vielleicht wundern, warum. Sie würden ja am liebsten gleich starten und lösen. Aber wir, liebe Zuschauer zu Hause, wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Ich denke, Sie haben ganz großes Verständnis dafür, sonst könnten wir das ja alles gar nicht machen hier. Aber ich verspreche Ihnen, der Vorhang bleibt zu. Die SKL-Kandidaten haben keinen Vorsprung beim Raten. Das machen Sie ja alles gemeinsam. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, jetzt wissen wir zwar, was die Werbung uns empfiehlt, aber ansonsten sind wir genauso schlau wie vorher. Aber dem können wir natürlich abhelfen. Zur Erinnerung noch einmal, es geht um 41.800 D-Mark und die werden in jedem Fall gewonnen. Wir haben nämlich folgende Regeln.
Sie können jetzt weiterhin Buchstaben benennen, das heißt Konsonanten oder Vokale, das ist Ihre Sache, und müssen dann versuchen, das Rätsel oder ein Rätsel zu lösen. Schaffen Sie das, sind Sie weiter im Spiel. Schaffen Sie es nicht, kommt der Nächste dran. Und so weiter spielen wir das bis zum Schluss, liebe Zuschauer. Das ist eine hochspannende Angelegenheit. Denn wer das letzte Rätsel löst, gewinnt die 41.800 D-Mark. Die größte Chance hat der Günther, denn der darf gleich anfangen. Und wir sagen noch einmal Vorhang auf. Bitte, Maren. Als Bonus, Günther, weil Sie die Runde gewonnen haben, sind Sie jetzt als Erster im Spiel und dürfen Ihren Buchstaben benennen. Ich nehme ein A wie Anton. Ein A wie Anton. Ja. Und jetzt müssen Sie versuchen, irgendein Rätsel zu lösen. Person, Frau. Ach Quatsch, das ist falsch. Und damit geht's mit Stefan weiter. Dann nehme ich ein E wie, nein, ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Nicht im Rätsel. Susanne. Ich nehme ein T wie Tim, bitte. T wie Tim. Oh. Nicht drin. Und der Günther hat wieder die Chance. Ein G wie Gustav. G wie Gustav. Nicht drin. Stefan. Ein O wie Otto. O wie Otto. Ja. Viermal und Ihr Lösungsversuch. Bonn als Ort. Nein. Susanne. Ich nehme ein. Muss ich mal kurz. Ich nehme ein I wie Ida. I wie Ida. Ja. Zweimal. Und Ihr Lösungsversuch? Bei Person. Nein, Moment, nein, ich Alter. Die Susanne ist noch dran. Immer mit der Ruhe. Irma würde ich bei Person sagen. Ja! Yay! Das erste Rätsel ist gelöst. Aber ein langer Weg ist es noch bis zum letzten. Sie sind weiter dran, Susanne. Ja. Ich nehme ein U wie Udo. Ein U wie Udo. Zweimal enthalten und Ihr Lösungsversuch. Hochspannung in der SKL-Superspielrunde. Oh Gott, ich passe. Sie passen, ja. Dann darf der Günther weitermachen. Sie können erneut einen Buchstaben benennen. Ein W wie Wilhelm. Ein W wie Wilhelm. Nicht im Rätsel. Stefan. Dann nehme ich jetzt das K wie Kaufmann. Oder Kaufmann. Wie Karl. Ja, einverstanden. Das ist dreimal drin. Ihr Versuch, ein Rätsel zu lösen. Stefan, ganz ruhig bitte im Studiopublikum. Es geht um sehr viel Geld. Hahn im Korb. Hahn im Korb ist richtig. Und jetzt ist auch gleichzeitig Natur gelöst. Sie sind weiter dran, Stefan. Sehr, sehr spannend. Wir kommen so langsam zum Ende. Es geht um 41.800 Mark. Stefan, Sie dürfen einen Buchstaben benennen. Ganz ruhig bitte im Publikum. Ein P wie. Ein P wie Paul. Oder Peter. Nicht im Rätsel. Susanne, die große Chance ja, für Sie. Ich löse schon mal Ereignis, Kommunion. Sie lösen Kommunion. So, und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer hier im Studio, ganz ruhig. Es geht um 41.800 D-Mark für die Susanne. Das letzte Rätsel steht an. Oh Gott. Bereich Ort. Sie müssen raten, Susanne. Ganz ruhig also, bitte. Also ich habe wohl ein Blackout oder so, aber die Zeit ist für Sie abgelaufen. 5 Sekunden. Günther, Sie haben die große Chance. Lösung für Ort Mond. Das ist richtig. Und damit ist etwas eingetreten, liebe Zuschauer zu Hause, was eigentlich keiner erwartet hat. Der Günther hätte ja theoretisch einen Durchmarsch machen können. Aber es ging hin und her, es war hochdramatisch und spannend. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese super spannende Superspielrunde. Liebe SKL-Kandidaten, es tut mir sehr, sehr leid, Susanne, für Sie. Sie waren so nah dran, auch der Stefan hat eine große Chance gehabt. Aber der Günther hat es geschafft und hat die gesamten 50.000 D-Mark gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht, ich will da nicht vorgreifen, vielleicht
gibt er Ihnen ja ein bisschen was ab. Auf jeden Fall gibt es ein tolles Essen heute Abend und was weiß ich was. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich sage zu Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, wir haben unser Pulver noch lange nicht verschossen, denn 50.000 D-Mark in bar haben wir noch mal auf Lager, nämlich für Sie, für Ihr Telefonspiel und da weiß die Kundin am besten Bescheid. Ich kann dem Günther nur herzlichst gratulieren für seine 50.000 Mark, arme Susanne. Aber so ist das, wenn man hier steht, Stress hat, das Publikum dahinter, alles ist spannend, da kann man einen Blackout haben, so geht das nun mal. Aber macht ja auch nichts, wir spielen hier weiter, denn wir haben noch 50.000 Mark fürs Telefonspiel für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Sie wissen ja, die möchten wir noch vergeben. Und noch so einiges anderes, was hier stattfinden kann. Darf ich hier zum Beispiel mal durch, ja, zwischen den beiden jungen Herren. Sie sehen, ich zeige Ihnen mal ein bisschen das Glücksrad-Publikum. Da gibt es eigentlich gar kein typisches. Es ist bunt gemischt, liebe Zuschauer. So haben wir hier zum Beispiel jemanden, der ist Riesenfan von, ich weiß nicht, von was? Cannibal Corpse. Steh doch mal auf, damit man das richtig sehen kann. Ha? Das ist doch wirklich mal ein Blick wert. Sowas hier im Glücksrad, schauen Sie mal. Was ist das für eine Band? Ja, Death Metal Band. Mhm. Und da warst du auf dem Konzert und hast das Hemd gekauft, nehme ich an, oder? Ja, genau. Ja, bist Fan von denen. Ja. Wie heißt du? Christian. Christian, gut. Christian, sind das andere hier alles deine Freunde oder wie ist das? Ja. Ja, wer bist du? Ja, Holger. Der Holger und du? Bastian. Bastian und du? Adrian. Adrian. Ich glaube, ihr zwei seid Brüder, wenn ich das so sehe, ja, oder? Ja. Richtig? Gut. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir müssen Folgendes machen. Und zwar haben wir die Gewinnzahl für eine 250.000 Mark und für eine 500.000 Mark. Diese Zahlen habe ich hier in diesen Umschlägen, liebe Zuschauer. Gigantisch viel Geld. Und wir nutzen die natürlich, um wieder ein bisschen zu spielen. Und ich drücke mal diesen Umschlag mit den 500.000 Mark. Ja, wem denn in die Hand? Kinder dürfen hier nicht spielen, habe ich mir sagen lassen. Dann nehmen wir noch mal die Dame da ganz rechts. Wer sind denn Sie? Darf ich einmal hier so rüber über euch? Guten Abend. Wer sind Sie? Ich bin Frau Stahlbaum aus Zirdenick. Frau Stahlbaum, sind aber jetzt nicht die Mutter von... Nein, ich habe mit den Kindern hier nichts zu tun. Okay, Frau Stahlbaum, ich drücke Ihnen mal diesen Umschlag in die Hand. Mhm. Für eine 500.000 Mark. Lassen Sie ihn bitte noch zu. Wir werden damit etwas später ein Huckepack-Spiel spielen, ja? Gut, dann machen wir nachher auch auf. So, und jetzt geht es um diesen Umschlag hier, 250.000. Und den gebe ich jetzt mal einfach dir. Denn wir möchten diese Zahl, mach ihn mal auf, nutzen für die dritte, glaube ich, Glückszahl für Ihr Telefonspiel, liebe Zuschauer. Zieh mal raus und lies vor, was draufsteht. Huh? Was ist es denn? 1-3-4-4-5-4-0. Dankeschön. Es ist die 1-3-4-4-5-4-0. Ich gratuliere ganz herzlich dem Gewinner von einer 250.000 Mark. Und liebe Zuschauer, schreiben Sie diese Zahl als dritte Glückszahl auf Ihren Zettel unter die, die Sie schon haben. Sie wissen ja, wie das geht. Das Ganze rechtsbündig, liebe Zuschauer. Und dann wird am Schluss alles zusammengezählt, aber jetzt noch nicht. Es fehlt ja noch eine Zahl. Die Grafik haben Sie jetzt gesehen und ich denke, es ist jetzt wieder soweit mit dem Frederik, oder? Wo ist er denn? Gut aufgepasst, liebe Gunes. Ich muss dich ja auch suchen, wo du bist. Ja. Der Umbau vom Super... Darf ich mal ganz kurz hier dazwischen? Frederik hier noch dazwischen? Der Umbau vom Superspiel zur Showtime hat ja stattgefunden. Die Kollegen hinter der Bühne sind ja fertig. So, schön gemütlich hier oben, ne? Toll. Ja, ist ja alles perfekt praktisch. Und es ist wieder mal Zeit für musikalische Einlage. Wir haben eine Interpretin zu Gast. Nein, ich sing zwar auch, das ist richtig, aber jetzt ist eine Interpretin zu Gast bei uns. Hast du schon gehört, ja? Ja. Gut, na wunderbar. Wenn du meinst, ist es auch gut geworden. Das ist gut, ja. Gut. Eine Interpretin zu Gast bei uns. Sie wird schon empfangen mit einem kleinen Applaus. Sie ist gerade hinter die Bühne getreten. Sie zählt zu den beliebtesten Schlagersängerinnen seit vielen Jahren im Showgeschäft. Vielleicht erinnert sich ja noch an Marlene, eine von uns beiden muss nur gehen. Heute präsentiert sie uns ihre neueste Single, eine Auskopplung aus der aktuellen LP Feuerrosen. Hier ist der einzige Mann mit Marianne Rosenberg. Wenn du das gesagt hast. Stay.
richtige Mann. Schau mal, Marianne, ein wunderschöner Rosenstrauß. Ja. Dankeschön für deine Darbietung. Und natürlich auch im Rosenstrauß nicht zu vergessen, ein Los der Süddeutschen Klassenlotterie. Aha, ja. Marianne, du gehst ja demnächst auf Deutschland-Tournee? Ja, ich gehe im September auf Deutschland-Tournee. Mhm. Wie viele Städte umfasst diese Tour? In etwa 15 Städte, ja. Sag mal, du hast vorher so nett gelacht am Schluss dieses Liedes. Was hat denn das zu bedeuten? Ja, dieses Lied ist nicht besonders ernst gemeint. Mhm. Und ich meine, es gibt eben viele einzige Männer und das macht es auch so schön, das Leben. Da hast du recht, in der Tat. Aber es gibt nur eine einzige Marianne Rosenberg. Dankeschön. So, aber ich wünsche natürlich Marianne Rosenberg und all den anderen, die Lose bekommen haben und Ihnen hier im Saal und Ihnen zu Hause natürlich auch viel, viel Glück mit diesen Losen. So. Und Sabine war Ihr Name? Ich darf Sabine sagen? Natürlich. Gut, Sabine. Sie wollen diese 200 Mark gewinnen, richtig? Ja, vielleicht. Beim Huckepack-Spiel. Es steht nämlich eine Ziehung für, sage und schreibe, 500.000 Mark aus. Bevor wir uns die allerdings angucken, frage ich Sie jetzt mal, welche Zahl Sie nehmen. Eine zwischen 0 und 9. Ich möchte gerne die 6. Die 6. Okay, Sabine, Sie nehmen die 6. Und Sie zu Hause, wissen Sie was, Sie können ja auch mal mitraten. Nehmen Sie sich irgendeine Zahl zwischen 0 und 9 und wenn die dabei ist, dann kriegen Sie halt von Ihrem Freund ein Küsschen oder morgen früh das Frühstück ans Bett gebracht oder vielleicht bringt er den Müll runter oder Sie. Wie auch immer, machen Sie einfach mit. Eine Zahl zwischen 0 und 9 und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Bastian haben auch gerade besprochen, dass Sie mitmachen. Was habt ihr denn besprochen? Also, der soll mir Frühstück bringen und der kann mich dann ärgern. Ach so. Oh. Und welche Zahl hast du? Ich habe 5. Und welche hat der Bastian? 7. Die 7, okay. Also bei der 7 darf er ihn ärgern, bei der 5 gibt's Frühstück. Sie haben die 6, Sabine, und ich tippe jetzt mal auf die 0. Und wenn die 0 kommt, dann werden mir heute Abend oder wird mir heute Abend der Nacken gekrault. Genau, da freue ich mich schon drauf. Also, wir schauen uns eine Ziehung an. Über eine 500.000 Mark, liebe Zuschauer, und die geht jetzt los. Jetzt schauen wir mal, welche Zahlen da dabei sind. Aber viele haben getippt. Wir werden viele auch gewinnen, nehme ich mal stark an. So, Sabine, bei Ihnen geht es um 200 Mark. Ja, mal gucken. 1, 4. 1, 4. Ist von uns allen noch nichts dabei? Nee. 8. 8. Oh. 0. Ah, ich hab die 0. Oh. Schön. 9. 9. Bitte die 6. 3. 9. Ah, keine 6. Aber herzlichen Glückwunsch an den Gewinner dieser Losnummer, liebe Zuschauer. Es ist die 1480939. Eine 500.000. Viel Spaß mit dem Geld. Und jetzt heißt es, glaube ich, Daumen drücken für das Superspiel. Richtig, so ist es. Oh ja, Gundis mit dem Nackenkraulen, das finde ich ja eine riesen Idee. Ich habe übrigens auch gewonnen, Gundis, und das mit dem Nackenkraulen finde ich wirklich toll. Das heutige Superspiel präsentiert Ihnen die SKL, bei der wir uns ein wenig umgeschaut haben. Die Losbestellungen für die Gewinnspiele werden durch staatliche Lotterieeinnehmer entgegengenommen. Sie können zwischen einem ganzen halben Viertel oder einem Achtel loswählen, mit dem Sie immerhin über 1 Million Mark gewinnen können. Sie bestellen Ihr Los ganz bequem per Telefon unter 0130 44 99. Die Ziehungsergebnisse werden von der Direktion der Süddeutschen Klassenlotterie per Datenfernübertragung an die staatlichen Lotterieeinnehmer übermittelt. Dort werden Sie mit den Losnummern der Spielteilnehmer verglichen. Die Gewinner werden umgehend und diskret benachrichtigt. Also bestellen Sie jetzt Ihr Los unter 0130 44 99. Und nun viel Spaß unseren Kandidaten im heutigen Superspiel. Dankeschön, Wolfgang. Den Spaß werden die drei auf jeden Fall haben und auch hoffe ich das Quäntchen Glück, das wir jetzt gleich brauchen werden. Es geht immerhin um 15.700 D-Mark und jetzt brauchen wir noch dazu 5 Bereiche für euch und sie heißen Titel und Redewendung waagrecht, senkrecht, Sache der Natur und Person. Uwe, welche Buchstaben werden denn eingesetzt von Ihnen? Ich nehme das R wie Richard und das T wie Tulpe. Mhm. Und ich nehme bitte das S wie Superspiel und das N wie Nicola. Michael. Und ich nehme das L wie Ludwig und das E wie Emil. Nun denn, sollen wir hier viele Buchstaben sehen, die aufleuchten an der Ratewand. Im Superspiel. Es geht um 15.700 D-Mark. Nun ja, könnte man was draus machen. Maren, danke schön. Die Uhr läuft für den Uwe ab jetzt. Eselsohren. Eselsohren, ja, fängt doch hervorragend an. Anis. Anis, darauf folgen von Uwe. Elfe. Elfe. Maren, da hast du gleich einiges zu tun.
Rate. Rate ist ebenfalls richtig. Affengeil. Affengeil. Ja, und wie? Ja, stark. Affengeil. Eine Sendung nach uns in Sat 1. Schauen Sie sich die drei an. Der Uwe kann sich freuen, wie noch was, auch die Nicola und der Michael. Endlich hat jetzt auch was gewonnen. 15.700 D-Mark werden jetzt durch drei geteilt. Stark, stark, stark. Ist ja ordentlich was gewonnen worden jetzt in diesem Superspiel. 15 Sekunden? Nicht schlecht. Gut was rausgeholt dabei. Das war nicht schlecht vorher, was Gundis meinte, so mit den Kleingewinnen im täglichen Leben, so Nackenkraulen oder Kaffee ans Bett bringen, Frühstück beispielsweise. Was würden Sie ganz gerne haben wollen? So? Oh, ich würde gerne mal zu zweit in den Sonnenuntergang reiten. Ah, das hört sich ja auch nicht schlecht an, ne? Dankeschön, Nicola. Ich sag Dankeschön auch beim Michael und beim Uwe. Sie haben ja nicht das toll gewonnen. Nicola, wir sehen Sie ja nachher nochmal. Da geht es für Sie im heutigen Hauptpreis. Sonst wollen wir erst mal schauen, was die Gundis wieder mit ihrem Huckepackspiechen auf dem Programm hat. Gundis. Ja, das kommt gleich, Frederik. Danke. Und wir haben natürlich noch mehr zu bieten, liebe Zuschauer. Denn was steht noch aus? Zwei absolute Superzahlen. Nämlich die Gewinnzahl für 2 Millionen Mark und die für 5 Millionen Mark. Und zu den 2 Millionen werden wir wieder ein kleines Spiel veranstalten hier. Und während ich mich mal umschaue, sehen wir uns auch gleich wieder, ja? So, darf ich mal? Danke. Sie sind wieder da, unter der Sonne Kaliforniens. Alte Bekannte mit neuen Problemen. Ab Montag 12.30 Uhr in Sat 1. So, liebe Zuschauer, hier sind Sie. Die 2 Millionen Mark bzw. die Gewinnzahl dafür. Und hier sind die 200 Mark für ein sogenanntes Huckepack-Spiel. Und ich, ach, Sie haben mir ja schon richtig Platz gemacht hier. Das ist ja ganz nett. Vielen Dank. Guten Abend. Wer sind denn Sie? Wir kommen vom Seniorenclub aus Malchow in Mecklenburg-Vorpommern. Malchow heißt ja, das. Ah ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Wir sind heute schon das zweite Mal hier, weil wir nur das alte Studio kannten und waren nun ganz gespannt aufs Neue. Und Maren Gilzer hat ja gestern Abend angekündigt, dass sie heute ein Kleid haben würde, was alle bezaubert. Und das stimmt. Oh, Maren! Fällt mir vor Schreck das Mikrofon runter. Also das ist richtig, muss ich mich anschließen. Also meine Kollegin, also ganz bezaubernd wieder heute Abend. Toll. Ja, kann nicht jeder tragen, so ein Kleid. Wie ist denn Ihr Name eigentlich? Schlinzig, Lisbeth Schlinzig bin Lisbeth, ich. Lisbeth, darf ich Lisbeth ja, sagen? Ja, selbstverständlich. Ist das Ihr Gatte neben Ihnen? Nein, wir sind alle vom Veteranenclub. Bis Theo, meldet mal. Ach, bis Theo. Dann. Hallo Theo. So, Lisbeth, jetzt wollen wir aber mal. Schauen Sie mal, hier ist ein Umschlag, den gebe ich Ihnen in die Hand. So, hier sind 200 Mark, die behalte ich noch. Ich hoffe, die darf ich Ihnen gleich geben. Sie sagen mir eine Zahl zwischen 0 und 9. Und wenn die dabei ist, gibt es für Sie 200. Welche? 6. Die 6. Jetzt drücke ich die Daumen. Bitte einmal die Ziehung ab für 2 Millionen Mark. So. Ach, die 6, die 6. Die haben wir heute schon mal. Da war sie, glaube ich, nicht dabei. Dieses Bild hoffentlich klappt. Eigentlich schon, aber es wäre halt schön. Der, der sie hat, den 0, sie 6. 6? Nein. Na, toll. 5. Das freut mich, Lisbeth. Jetzt hat's geklappt. 7. 7. Machen Sie schon mal den Umschlag auf, weil Sie bitte 0, gleich mal die ganze 9. Zahl noch mal vorlesen. Okay. Einfach aufreißen. So, Lisbeth. Hier ist sie noch mal, die komplette. So. Noch mal die Wiederholung. 0, 6, 9, 5, 7, 0, 9. Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner. Kann ich mich nur anschließen. Gratulation, sind um 2 Millionen Mark gereichert. 2 Millionen. Wie ist mit Ihre 200 Mark? Dankeschön. Hat mich gefreut. Im Namen des Veteranenclubs. Lisbeth, viel Spaß mit dem Geld. Dankeschön. Und das Ihnen kommt unserem Seniorenclub zugute. Das ist nicht für mich alleine. Oh. So, und die 2 Millionen Mark, liebe Zuschauer, die sind nun auch rausgegeben sozusagen. Ich gratuliere Ihnen nochmal. Es ist so unglaublich viel Geld. Und es ist noch viel unglaublicher, dass gleich 5 Millionen Mark anstehen. Also ich wüsste gar nicht, was ich damit alles machen sollte. Was jetzt auf jeden Fall ansteht, das ist nicht das große Los der Woche, sondern das ist das, was eigentlich im Glücksrad etwas Ähnliches ist, nämlich die Bonusrunde. Und da spielt heute die Tagessiegerin und auch der Toi, toi, toi. Also Daumen drücken. Und wir sind schon auf dem Weg. Bitte, Nicola. Bitte schön. Es wird ja noch mal spannend.
jetzt stehen Sie da, wo Sie eigentlich von Anfang an immer hin wollten. In die Bonushöhle. Ich hab nicht damit gerechnet. Was ist denn das für ein Gefühl eigentlich so jetzt? Ja, auch im Moment bin ich schon ein bisschen nervös, weil jetzt fehlen ja meine Mitstreiter so. Ja, das war ganz angenehm. Aber es hat ja prima geklappt. Ich habe 100 Mark zu viel gesagt. 15.600 D-Mark waren. Das lässt sich auch besser teilen. 15.600 D-Mark. Nicht schlecht. Nikola, ich habe etwas Beruhigendes für Sie, nämlich einen wunderschönen Hauptpreis. Wolfgang, sei mal so gut. Frederik, wie du das nur immer wieder machst, den Kandidaten nach einmal richtig den Rücken zu stärken. Das ist ja der Hauptpreis in unserer heutigen Bonusrunde. Mit Linie, Leistung und Komfort besticht der Mitsubishi Eclipse das Sportcoupé der Sonderklasse. Tatsächlich ist der Eclipse in jeder Hinsicht bestens in Form. Zum Designerlebnis und einem Powertriebwerk mit 150 PS kommt die außergewöhnliche Ausstattung. Ob ABS, Tempomat, Seitenaufprallschutz, Klimaanlage, Alufelgen oder satter Stereo-Sound mit 6 Boxen, der Eclipse lässt wirklich keine Wünsche offen. Serienmäßig ist außerdem ein ganz besonderer Service. Das Garantiepaket. 3 Jahre bis 100.000 Kilometer steht Mitsubishi für den Eclipse gerade. Dieses sportliche Fahrzeug hat einen Wert von 41.450 Mark. Nikola, jetzt geht's für Sie. Wir wünschen viel Glück. Dankeschön, Wolfgang. Das wär's doch noch, dieses Wägelchen. Das wär schon was hier. Das wär schon was. Jo. Passen Sie mal auf, was ich für Sie habe, nämlich ein Rätsel aus dem Bereich Natur. 5 Konsonanten, ein Vokal. Ja, ich hätte dann gern das N wie Nikola, das R wie Richard, das S wie Siegfried, das T wie Theodor und das E wie Emil, bitte. Einen Konsonanten hätte ich noch ganz gerne, dass wir 5 haben. Das N ich wollte das Ernstle. R, das Ernstle wollen Sie haben. Das Ernstle, dann nehmen wir noch das L dazu. Ach ja. Das L wie Ludwig und das E wie Emil. So. Damals Natur. Tiere oder Pflanzen? Und jetzt wünsche ich doch viel Glück in diesen 15 Sekunden, die ab jetzt laufen. Ja, danke schön. Das ist der Schmetterling. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben es auch ohne die ernste Vorgabe geschafft. Nikola, herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Wir hatten ja die Zuschauer gebeten zu Hause, dass sie uns schreiben nach der letzten Gala wegen der ernsten Vorgabe. Es sind ja viele positive Zuschriften an uns eingegangen. Sie können damit rechnen, dass wir in Zukunft diese ernste Vorgabe in den nächsten Folgen präsentieren werden. Nikola, Sie sind schon beglückwünscht worden vom Ehemann. Jetzt haben wir auch Grund zum Feiern, würde ich sagen, Nikola. Ja, sehr schön, was da gelaufen ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Ehemann. Fast. Naja, nachdem Sie gewinnen, kannst du ja vielleicht klappen jetzt. Gut, wir wollen da nicht vorgreifen. Der Frederik hat es angedeutet, bleiben Sie ruhig bei uns. Bleiben Sie ruhig bei uns in der Mitte. Grund zum Feiern, wir haben einen Höhepunkt nach dem anderen jetzt, liebe Zuschauer, für Sie. Als erstes möchte ich Ihnen jetzt mal einen Sänger ankündigen, den Sie allerdings nicht nur als Sänger sehr lieben und schätzen, sondern auch als Schauspieler. Er spielt unter anderem die Hauptrolle in einer sehr erfolgreichen Sat.1-Serie und davon wollen wir jetzt ein paar vertonte Bilder zeigen. Wir wollten ihm nur Angst einjagen. Hol die Mülltonne daher. Ja, ich bin ganz sicher, liebe Zuschauer zu Hause und hier im Studio, vor allem die Jüngeren unter Ihnen, Sie haben alle erkannt, Sie wissen alle, um wen es geht. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, er singt einen Titel, der heißt The Best Is Yet To Come. Das heißt frei übersetzt so viel wie Das Beste kommt noch. Ladies and Gentlemen, SAT1 proudly presents David Hasselhoff. Yesterday is only a memory.
Song, David. Dankeschön, I love that. Congratulations, yeah, I love you too. Thank you. And I wish you a big success. David, it's a new song. Right. But wann sehen wir neue Folgen von Baywatch? Up the 12th and the Juni. Yes. Juni. Juni. In Baywatch. Yes. Sat.1. Ganz genau, er hat sich's gemerkt. Am 12. Juni, liebe Zuschauer, I sing much better in gibt's Deutsch. Neue Folgen von Baywatch mit ihm. Jeden Sonntag um 17.15 Uhr tut's weh, die Hosen stechen. Und das Schönste ist für Sie, liebe Gäste zu Hause, die Ankündigung. Er hat einen Sänger produziert, und zwar Jeremy Jackson. Yes, yes. Jeremy Jackson plays my son on Baywatch. Right. He's a fabulous singer. And I wanted to help him do what I'm doing. And mm-hmm. he's been on tour with me. Mm-hmm. And he's going to premiere here on Sat.1. And he's absolutely great. The little girls will love him. Wonderful. Muss kurz übersetzen. Also der Jeremy Jackson spielt den Sohn in der Serie Baywatch von David. Und David sagt selbst, er ist ein großartiger Sänger. Er ist mit ihm auf Tour und er will, dass Jeremy das Gleiche erreichen wird, später einmal oder vielleicht jetzt schon bald, wie David selbst, Erfolg zu haben als Schauspieler und als Sänger. Und wir wünschen viel Erfolg, big success with your new production with Jeremy Jackson. Und der ist nächsten Samstag bei uns musikalischer Gast hier bei unserer Glücksradgala. Thank you. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Liebe Gäste hier im Studio, liebe Zuschauer zu Hause, eine Zugabe können wir leider nicht mehr bringen. Wir sind ein bisschen running out of time, you know. Wir müssen weitermachen. Aber ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer zu Hause, es gibt jetzt noch zwei Höhepunkte für Sie, nämlich die 5 Millionen. Das große Los der Woche und natürlich 50.000 D-Mark mit Ihrem Telefonspiel. Bis gleich nach der Werbung. Du fliegst nach Ibiza in den Club Pepsi und erlebst die unglaublichsten Tage deines Lebens. Du triffst die Megastars persönlich, spielst Tennis mit Yannick Noah, singst mit Paul Young, modelst mit Linda Evangelista und spielst Basketball mit Magic Johnson. Wir beamen dich hin. Das ultimative Games World Mega Game. Online interaktiv, dein Joystick, die Fernbedienung. Games World sehen und in den Club Pepsi einchecken auf Sat.1 Videotextseite 690. Watch it, win it, good luck. Games World, Sonntag, 10 Uhr, in Sat.1.
Star Trek Deep Space Nine. Die Perfektionierung einer Science-Fiction-Serie. Kino-Hightech der 90er. Mit alten Bekannten in neuen Rollen, neuen Freunden. Das ist unser neuer Sternenflotten-Commander. Neuen Feinden. Guten Tag, Commander. Deep Space Nine. Ein neuer Standard für Science-Fiction. Immer Sonntagnachmittags. Das ist alles, was von David Hasselhoff übrig geblieben ist. Und er hat sich in unsere Herzen gesungen, ist ja klar. Weg damit, die Rose ist eh schon lange weg. So, liebe Zuschauer, jetzt geht es um das, was ich schon den ganzen Abend eigentlich versprochen habe, nämlich um das ganz große Los der Woche, liebe Zuschauer. Und um die vierte und letzte Glückszahl für Ihr Telefongewinnspiel. Sie wissen ja, es gibt 50.000 Mark in bar für Sie, jetzt gleich. Und dafür schauen wir uns eine Ziehung an, nämlich die über sage und schreibe 5 Millionen Mark. Und diese Ziehung, die braucht einfach einen vernünftigen Trommelwirbel. Liebe Zuschauer, da müssen Sie mich bitte mal ganz kräftig unterstützen. Wenn Sie auf der Seite vielleicht alle mal so ein bisschen trampeln würden, ja? Oh, es geht gut los. Und wir zählen runter, einen Countdown von 5 ab, ja? Lauter, lauter, lauter. Und 5, 4, 3, 2, 1, los! Ha, der war gut, danke. Spannend, 5 Millionen gehen jetzt raus. Null, drei. 4, 4, 3, 1. Und was dann noch? Noch 2 Ziffern? 7, 4. 7, 4. Da haben wir sie, die Zahl. Ich wiederhole sie nochmal. Es ist die 0, 3, 4, 3, 1, 7 und die 4. Mein allerherzlichsten Glückwunsch an einen Multimillionär oder eine Multimillionärin. Lieber Losbesitzer, liebe Losbesitzerin, viel, viel Spaß mit Ihrem neuen Leben, das Sie sich ja jetzt schaffen können. Mit den 5 Millionen Mark. Ich glaube, das war wohl das Glück Ihres Lebens, zumindest was das Finanzielle anbelangt. Also viel Spaß damit. Und ich glaube, Sie werden nichts dagegen haben, wenn wir diese absolute Superzahl noch einmal hernehmen für unser 50.000 Marks Telefonspiel. Also an alle, die mitmachen möchten, schreiben Sie die absolute Superzahl von 5 Millionen Mark unter die Zahlen, die Sie schon haben. Ich wiederhole sie nochmal. Es ist die 0, 3, 4, 3, 1, 7 und die 4. Schön rechtsbündig. Und jetzt können Sie rechnen. Hoffentlich fehlerfrei, denn das, was da unten rauskommt, das wollen wir gleich wissen. Das kann 50.000 Mark wert sein. Ja, und ich weiß gar nicht, wer mir heute assistiert beim Telefonspiel. Peter und Frederik haben das heute irgendwie ausgeknobelt, wer heute ran muss. Und während ich mal nachschaue, wer da hinter dem Vorhang steht, rechnen Sie fleißig, ja? So, und hier sind Sie also, liebe Zuschauer, die 50.000 Mark für Sie zu Hause, die wir vergeben möchten. Ich drücke Ihnen allen die Daumen, dass es irgendwie klappt, dass Sie richtig rechnen und dass Sie hier durchkommen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wer hinterm Vorhang steht. Also, Sesam, öffne dich. Hi, Gundis, ich bin's, dein kleiner Bondi. Dein kleiner Bondi, hallo Bondi, schön. Freu mich, hast du verloren beim Knobeln? Nein, ganz und gar nicht, ich habe gewonnen, aber ich finde es so wahnsinnig spannend bei dir hier. Und David Hasselhoff hat ja gesungen, Best is yet to come, also das Beste kommt noch, und das ist dein Telefonspiel, so ganz klar. Oh, muss man dabei sein. Lob, toll, Peter. Ich habe Kollegen, was? Da kann man nur stolz drauf sein. Ich sage Ihnen jetzt die Telefonnummer, liebe Zuschauer, unter der Sie mich jetzt hier im Studio erreichen können. Das ist die 0138, die 9247. 0138, 9247. Haben Sie es? Ab sofort ist die Leitung frei. Sie können also durchklingeln. Und Peter und ich erklären Ihnen noch mal ganz kurz und knapp die Spielregeln, Peter. Ganz links genau, geht's liebe los, Zuschauer, oder? Bleiben Sie ganz ruhig zu Hause. Sie müssen von links nach rechts auflösen. Mhm. So einfach ist das. Genau. Und wenn Sie eine Zahl sagen, die nicht stimmt, dann sind Sie aus der Leitung, dann kommt der nächste dran. Ja, und das so lange, bis wir halt bei der letzten Zahl sind, da wird es dann spannend. Naja, und je mehr Leute anrufen, desto höher ist natürlich die Chance für die anderen dann, die 50.000 Mark zu bekommen. So, und jetzt klingelt's. Wow, Peter, es geht los. Mhm. Hallo, bin hier bereit. Ist das Glücksradstudio. Guten Abend. Ja, guten Abend. Günther Sauer an Hennstedt. Hallo, ich habe Ihren Namen leider nicht ganz verstanden.
Günther Sauer in Hennstedt. Darf ich Günther sagen, Herr Sauer? Ja, bitte. Günther, ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Ja, ich hoffe. Meinen Sie, Sie haben auch richtig gerechnet? Ja, hoffe ich auch. Gut, ich hoffe es auch. Drück Ihnen die Daumen, Günther. Und wir hören von Ihnen jetzt die erste Zahl. Bitte ganz links, da geht's los. Ganz links, ja? Ja. Also die 2? Die 2. Peter, stimmt das? Ja. Günther, wunderbar. Es geht gleich weiter. Schön. Die zweite, die 6. Die 6. Ja. Peter? Bitte. Alles Bestes. Die dritte, Günther? Die 7, bitte. Die 7? Ja. Günther. Super. Günther, Sie nähern sich den 50.000 Mark. Die nächste Zahl. 5. Und? Jawohl. Das sieht mir nach einer richtigen Rechnung aus. Günther. Die nächste. Die 3. Die 3. So. Ganz stark, Günther. Noch 2 Zahlen, Günther. Dann haben Sie diesen Koffer. Die 9. Die 9. Und? Ja, Günther, noch eine richtige Zahl und Sie sind um 50.000 Mark reicher. Was würden Sie mit dem Geld machen? Oh, wir haben gebaut, also wir können das schon gebrauchen. Okay, also jetzt bitte die richtige Zahl, Günther. Die 9. Und? Das sieht und gut das aus. Und das ist ja richtig. Ja, geklappt. Günther, herzlichen Glückwunsch. Toll. Komm zu mir, Peter. Günther. Sensationell. In einem durch aufgelöst. Hätte ich nicht geglaubt. Nee, ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das ist immer wieder so spannend. Dankeschön. Vielen Dank. Günther, bleiben Sie bitte am Telefon, ja? Ja. Viel Spaß mit dem neuen Haus und allem. Ja, recht vielen Dank. Ich danke Ihnen. Also noch einen schönen Abend, Günther. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Glückwunsch nochmal. Ach, ja, Gründe ist, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich finde das immer ganz toll. Ich so ein bisschen Herzklopfen bei der ganzen Sache. Ja, ich auch. Stell mal vor, du gewinnst in diesem Moment 50.000 Mark. Tolle Sache. Ja, nicht schlecht. Okay, die sind weg und was kommt jetzt? Das Finale. Bravo Gundis, bravo Peter. Das war ja wieder mal ein spannender und unterhaltsamer Samstagabend hier beim Glücksrad. Das gesamte Glücksrad-Team bedankt sich und wünscht natürlich den Gewinnern viel Glück und viel Spaß mit dem Gewinn. Ich sage Tschüss und Servus bis morgen. Hab noch einen wunderschönen Blumenschatz für Maren. Oh, danke schön. Ja, und auch vielen Dank ans Publikum. Die waren einfach super. Toll. Die waren auch super. Darum freue ich mich auch schon morgen ganz besonders auf Sie. Grund ist natürlich auch für dich noch ein wunderschöner Blumenschatz. Bisschen Schatz, Frederik. Vielen Dank. Und ganz besonders schön. Ja, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen natürlich auch, dass Sie heute Abend zugeschaut haben. Und merken Sie sich, die Glücksrad-Gala mit los macht eigentlich viel mehr Spaß als ohne. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ganz genau. Ich wünsche mir, dass sich alle wie Gewinner fühlen heute Abend. Tschüss, bis morgen mit Frederik. Danke. Tschüss. Dankeschön. Wenn Sie, liebe Zuschauer, sich beim Sanella Glücksrad bewerben wollen, dann schreiben Sie bitte direkt an das Sat1 Glücksrad Postfach 1140 12474 Berlin oder wählen Sie Sat1 Text, das Videotextprogramm in Sat1 Seite 320. Das war in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie die zweite Glücksrad-Gala, das Millionenspiel 1994. Und weil wir gerade so gut in Schwung sind, machen wir am nächsten Samstag gleich weiter. Und zwar mit Folge 3. Da sind da Jeremy Jackson, Tom Astor, Gigi Anderson, Axel Red mit von der Partie. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht, unser Riesenglücksrad aus Berlin Adlershof. Genießen Sie Ihr Wochenende und schauen Sie morgen Abend wieder bei uns rein. Danke fürs heutige Zuschauen und tschüss, bis morgen.